Der General wird fallen heute bei Sekiro. Wir sind vorbereitet, wir sind mental, haben wir uns darauf eingeschworen. Und ich garantiere euch, kein Witz, der Nils wird ihn jetzt im ersten Versuch legen. Da fick die Hände, da setze ich alles, meinen Anteil von Rocket Beans setze ich da drauf. Jetzt einen Boss beim ersten Mal legen. Oder Simon verliert seine Anteile an Rocket Beans. Und die Wohnung. Weil dann wen? Ich werde sie einfach, ich werfe sie von der Autobahnbrücke. Wer sie findet, ja, hat sie dann. Ja. Genau. Ich sage das in vollem Bewusstsein, weil ich eben gerade, wir haben eben jetzt nicht lange, aber jeder durfte einmal kurz so ein bisschen das Parieren üben, weil das ja wichtig ist. Und da haben wir schon gemerkt, der Nils, der kriegt das, glaube ich, ganz gut. Also wir haben beide eben einmal kurz genau bei dem Boss reingeschnieselt, weil wir nämlich erfahren haben, dass man hier vom Dach springen kann und ein Backstep setzen kann. In ganz großartigem Sekiro spoilerfreiem Tutorial so ein bisschen, genau, alles erklärt. Und dann haben wir alle beide aber wirklich nur 30 Sekunden einmal diesen und stellt sich raus, ohne Kamera, ohne alles, habe ich den Typ eigentlich fast gelegt und musste dann aufhören, weil ich ihn zu doll wehgetan habe und ich wollte ihn jetzt nicht in der Sendung. Aber ja, ob ich das jetzt rekonstruieren kann, das ist dann wieder die andere Sache. Ne? Das eine ist so, keiner guckt natürlich zu. Keiner. Wie gesagt, wir haben halt schüchternen Skill. Ne? So. Und da ist schon der erste geile Moment. So. Von hinten durch den Magen. Ist ganz schlecht, weil die Magensäure läuft dann raus und dann kann man den Reis nicht mehr verdauen. Bei Samurai ist ein großes Problem, die mussten dann auf Bambus umsteigen. Oh, Nils hat schon die Hälfte der Energie verloren. Ja, durch einen Schlag, ne? So. Und jetzt wieder die Hälfte. Nils, mach es jetzt, bitte. Lass mich doch nicht dumm aussehen hier. Ah! Komm, du jetzt darfst wiederbeleben. Nein, nein, doch, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Die Firmenanteile! Nein! Doch! Nils! Weg! Für tschüss! Herzlich willkommen bei Rocket Bean. Es klingt auch viel besser. Nein, aber ich hab's schon wieder, ey, das ist wirklich schüchterner Skill, ich kann nicht anders tun. Eben habe ich das so schön gemacht, einfach mal so, oh, nonchalant, block, verprügelt. Und dann, scheiße, ich muss sterben jetzt, weil ich zu gut bin und schwuppsdiwupps verkacke ich's. So dumm. Habe ich jetzt was aktiviert? Ja, ich habe wirklich was aktiviert, ne? Aktiviert. Nee, der Hund ist nur. Hüpf. Ich werde es natürlich auch machen. Und wir haben uns nicht jetzt groß gespoilert oder so. Wie gesagt, dieses Video von Trant ist wirklich sehr geeignet, um so ein bisschen die, im Grunde wie ein Tutorial, um einem so ein bisschen alles mal zu erklären. Aber ansonsten ist das hier ein Blind. Ja, hat gereicht. Ah, nee, doch nicht. Nee. Der leuchtete kurz noch einmal. Oh Mann, ich hab's voll verkackt. Nein. Das war eigentlich voll einfach. Okay. Ist ehrenvoller auch. Ist viel ehrenvoller so. Sehr. Ja, das ist tatsächlich endvoller. Fuck. Shit, undankbar, die. Ah. Da hat er mit dem Fuß voran, das war ein Fehler. Ah. Ja, sehr gut, lass ihn nicht hier so einen Scheiß machen. Oh, shit, ich bin reingerutscht in seine Scheiße. Aber der Zipfelmon lebt wieder. Ich lasse das nicht zu. Geil, du hast ihm seinen Rundumschlag weggemacht. Ah, warum hat er noch mitgenommen? Zipfelmon lebt. Ah, nein! Es war so ein bisschen, ne? Wer von uns wird zuerst eine scheiß Leiste vollkriegen? Wie ist das eigentlich, wenn du den jetzt so normal kaputt hackst, ne? Verliert er dann einen seinen roten Punkt? Oder ist er dann komplett weg? Nee, ich glaube, er verliert dann immer einen Punkt und dann kriegt er eine neue Leiste, hätte ich jetzt gedacht. Aber ich glaube, du musst ihn finishen, damit dieser Punkt weg ist. Ich glaube, du musst diesen. Vorher musst du einmal die Leiste voll, dann kommt dir Stichmoment. Ah, na gut. Stich. Das ist schon geil, hier über die Häuser zu jumpen. Gut. Haben wir nur Springen R1, oder? War doch eigentlich der einfach letztes Mal. Ich kann ja von der Seite kurz mal ein bisschen erklären, wie ich den Kampf so empfinde. Dieser Rundumschlag von ihm,
Er hat ja ein wirklich langes Schwert. Dieser Rundumschlag ist ziemlich heftig, weil man dem auch nicht so leicht ausweichen kann, wie man es vielleicht aus Dark Souls kennt. Ah, ich bin so dumm, wie ich's... Oh, du bist leider voll rein. Ey, eben gerade, ne? Habe ich ihn so dominiert und war so gut. Und jetzt bin ich so kacke. Alles nur für die On-Air-Spannung. Es ist so schlecht. Der Nils ist eigentlich viel Das besser. War so dumm und schlecht. Es war wirklich einfach nur dumm. Mein Gehirn war richtig dumm einfach. Wie so ein dummes Gehirn. Wir kommen ja auch gerade erst rein. Und wir haben nee, das war dumm. Jetzt sei doch, Nils, sei positiv. Aber diese Dummheit. Ja, die ist da. Die Dummheit, die ist da und die bleibt. Warum ist die denn da? Am Ende bleibt die Dummheit, weil wir Menschen sind. Hau ihn mal runter! Hau ihn runter! Hau ihn runter! Hau ihn runter! Ach, ich bin es ja! Aber man kann diesen Rundumschlag schön stecken. Es geht einfach nicht. Er ist zu gut. Nein, wir sind zu gut. Die Gutheit in uns ist überragend. Er macht was. Er soll das nicht. Bleib dran. Hack ihn zu frei. Ah! Zipfelmon! Zipfelmon! Runter mit dir! Nein! Das ist nicht mein Boss. Nach hinten geht nicht, weil der sein Pfeil so lang ist. So, jetzt, ich tue so, als wenn das gar nicht. Ey, wir machen das so wie eben. Hey Simon, schön dich zu sehen. Wie war denn so dein Abend gestern noch? Oh, war cool. Ich habe gestern noch ein bisschen Sekiro geübt, damit wir jetzt den Endgänger-Kampf gut bestehen. Da habe ich mich dran erinnert, dass wir das ja nicht machen dürfen. Und dann habe ich getrunken, um es zu vergessen. Toll. Hä? Ich will da rauf. Gar nichts mehr. Alter, jetzt habe ich diese Drecksköter noch an der Bulette hier. Und wir haben gehört, dass das Mantel von Bonja tatsächlich ihn beim ersten Mal erledigt hat. Ich wette, er wusste nicht, dass das ein starker Gegner ist. Nein, er wusste nicht. Ist manchmal, ne? Aber der hat ja auch geübt zu Hause. Ja. Und der hat bei uns wahrscheinlich vorher zugeguckt. Der hat bei uns geübt. Wir sehen, wie man es nicht macht. Wo sind die dummen Köter jetzt weg? Ja. Geronimo! Bam. Aber jetzt mache ich geilen Scheiß, weil ich mega der Ninja bin. Hau ihn, jawoll. Was? Ah! Alter, dumm, wieder die falsche Taste! Ah, ich wollte die Bälle da nehmen. Oh, du bist schon wieder tot. Ich wollte meine Bälle essen, aber es hat nicht geklappt. Ja. Warum? Meine Dummheit. Man sollte seine Bälle essen, wirklich nicht. Und wenn man es kann, okay, dann verstehe ich, dass so dumm. Der Reiz da ist. Ne? Aber das ist die verbotene Frucht. Die eigenen Bälle sind die verbotene Frucht. Vielleicht kann man das irgendwo in den Zitate-Bot im Chat einbauen. So, jetzt hauen wir den erstmal um. Jetzt sind wir da. Meine Finger müssen sich auch erstmal dieser Automatismus der Steuerung, ne? Dass du irgendwann so spielst wie auf einer Geige und gar nicht mehr drüber nachdenkst, so wie ich halt Geige spiele. So muss man hier auch spielen. Also, dass man, ich denke noch immer drüber nach, okay, was ist jetzt, das ist Springen und das ist das und so. Das muss man erstmal richtig so ins Gehirn. Ja, das ist schon mal ein sehr, ja, fall doch, er will einfach. Er will nicht fallen, möglich. Er will, es ist unmöglich, dass er fällt. Der Fall ist unmöglich. Zipfelmon. Ja. Jetzt fällt er. Ah, das war doch die Sprungnummer. Ja, aber war gut. Ja, jetzt kommt, endlich! Jetzt. Nein, nicht mit mir! Der muss doch jetzt runterfallen! Ja, runterfallen, du Sau! Jawoll! Endlich! So, jetzt haben wir ihn. Ehrenvoll. Eine Figur des Bildhauers, 4 davon dazu bringen, erhöht ihn. Ach so, das ist das. Okay, davon brauchen wir 4. First try. Und die Kürbissamen. Oh, ich hab's, tut mir leid, weg, aber den Kürbissamen ein bisschen näher, ja. Dann können wir in die Flasche und dann kriegen wir wahrscheinlich einen Getränk näher. Ja, genau, dann müssen wir dann zu der Holden Maid wieder bei dem anderen Homie da. Ja, da guck mal, die sind noch Items überall. Guck, links ist noch ein Item. Oh, so kann man übrigens
haben wir nie gemacht. R2. Ja. Handvoll Asche. Achso, gehen wir schon. So. Das ist so schön. Spider-Man. Da ist ein Schurke. Siehst du ihn? Zwei sogar. Auf den Baum und Sneak-Attacke. Sprung und Sneak. Oh nee. Falsch gesneakt. Ah, geht doch, noch. Trotzdem Sneak. Da hat er was auf dich geschossen. Mann. Oh shit. Wer schießt? Scheiße, ich bin reingerannt, Mann. Ja, ist nicht schlimm. Oder? Nö. Wenn wir normal sterben, verlieren wir ja nichts. Oder? Das weiß ich auch noch nicht. Das System muss man auch erstmal. War das nicht so? Irgendwas habe ich. Wenn man irgendjemand verliert, die Hälfte? Wenn man sich wiederbelebt oder so? Naja, ich. Aber ich sag mal, der Homeboy ist doch jetzt weg, oder? Ich denke, die Minibosse sind weg. Ja. Liegt da noch was, wo er gestorben ist, oder ist das nur eine. Nee, ist ein Licht. Nicht. Wir haben schon 26 Tode. Da muss ich sagen, das ist okay. Viel. Das geht ja auch schneller. Mal da sind nämlich auch noch welche. Überall. Ja, man muss schon ein bisschen die Überraschung. Oh, Vogelnest. Oh. Ein leichter Geldbeutel. Okay. Oh, hier hat nämlich irgendwas geschossen. Oh, kann ich belauschen? Ne, er sieht mich gleich. Oh. Was ist das, dass die mich so die Angst, dass sie mich sehen, ja. Aber ich will hier nämlich irgendeinen, will ich jetzt hier meucheln. Die zwei da oben oder den einzelnen? Der hier gerade geschossen hatte, der muss da unten, warte. Aber wir verlieren die Hälfte. Oh, da können wir gleich. Mach du erstmal. Oh, das ist vielleicht ein bisschen zu viel, Alter, oder? Drei auf einmal? Einer hat noch Schüsse. Oh. Ach, den kannst du schön. Oh. Den kriegst du aber noch vielleicht. Nein! Von hinten alle. Oh. Ja, aber Nils, das war ja auch wirklich jetzt ein bisschen, ne? Also, du musst dich ja nicht gleich mit dem ganzen Kaiserreich an. Ja, ich dachte, die sind. Haben wir nicht bemerkt, dass die einen nur angreifen, wenn man quasi fertig ist mit dem anderen? Dass sie jetzt auf einmal alle auf einen gehen? Ja. Wieso Bastarde? Das wussten wir nicht. Vielleicht. Das wäre übrigens eine coole Spielmechanik, wenn die Feinde ehrenvoll wären, wenn man selbst ehrenvoll ist. Also ja! Fall, wenn wir von hinten angreifen, wären wir nicht ehrenvoll und dann wird auch nicht das ehrenvoll. Das wäre eine gute gekämpft. Idee. Ich glaub, wenn du die Sneak-Angriffe nicht nutzt, dann kämpfen die. Ja, das, sowas wäre mal ein geiles System. Okay, also ich möchte es anders angehen als du, weil das. Also nicht sterben quasi. Ja, aber auch vielleicht mal eine andere Ecke suchen. Ah, das ist echt cool mit dieser Mechanik hier. Das macht mir Spaß. Oh, shit! Fehler. Nein! Aber immerhin kann er wahrscheinlich jetzt nicht. Gut. Der Schussmann ist weg. Okay. Ah. Nein! Ja, da unten läuft die Lauer. Das ist ja fast schon ein bisschen lustig. Er denkt sich auch, was ist das für ein schlechter Ninja? Kommt da. Aber, ja, siehst du? Der denkt er gar nichts mehr. Warum geht denn das nicht? Muss auch mal gucken, ob die was droppen. Manchmal droppen die, ja. In dem Fall droppen die Geld. Siehst du, da kam noch von anderer Stelle was. Geh mal doch mal hier lang. Das Schicksal hat uns hier hingeführt. Ist ein bisschen offener vielleicht auch alles, ne? Ar. Auch hin, okay. Man muss sich das auch alles einprägen. Also Orientierungssinn muss aktiviert sein. Null. Zum Glück haben wir beide das. Natur gegeben. Ich hab alles auf Charisma leider. So. Ist das da eine Höhle links? Guck mal nochmal hinter dir. Erst mal gucken, wo die herkommen. Hier. Nee, ach nee, sah nur so aus. Nee, sah nur so aus. Okay, ich spring jetzt einfach mal auf gut Glück. Ups.
Da ist jemand, ne? Was ist das? Ein Holde Maid. Inosuke ka Segare yo. Waka-sama o minakatta ka na? Bin ich dein Sohn? Ach, schade. Inosuke, mata sono yona. Sonata wa washi ga okashiku natta to iu ga. Sasuga ni Segare o machigaeru wake nakaro. Ma, yoi. Segare yo. Besitzer des Gewissens, Besitzer meines Glockenamulett eines anderen, so ist es üblich, es Buddha im Namen dieser Person darzubieten, der Bild. Oh, im Maron-Tempel weiß man das gar nicht mehr, okay. Ja, vielen Dank. Interessant. Vielen Dank. Aber warum lebt sie hier so in einer schändlichen Ruine? Ich glaube, sie checkt das nicht, dass sie ihre alte Wohnung nicht wechselt. Nee, und es ist auch keine Treppe da. Also nee. Sie kommt ja auch nicht weg. Da vielleicht hat das der Sohn. Da, über die Kisten kann sie. Über die Kisten. Oh! What? Ah, ja. Ah. Ja, sehr schön. Ah, ist das ein Huhn? Das ist ein Riesenhahn. Das ist ein Gockerhahn. Ich habe einen Riesenhuhnhahn erlegt. Das ist ja fantastisch. Das ist ja super. Hier oben rechts diese Leiste. Hast du es gerade gesehen? Oben rechts ist so eine Levelleiste. Und jetzt kommt's, ne? Was ist das denn? Warum leuchtet, da leuchtet das doch was. Da so? Auf der anderen Seite vermutlich. Und man muss diese Leiste einmal vollkriegen und dann kriegst du quasi ein Level oder so dazu. Ich weiß nicht, ob das Level die richtige Bezeichnung ist. So, dass man skillen kann quasi. Was läuft denn? Naja, ja genau. Man kann da. Ducken und rein. Ja, ich... Muss hauen. Oh, geil, Scheiß. Kriegen wir hier voll viel. Ja, Mann. Beutel. Ah, ja. Das ist wahrscheinlich das ganze Geld und die Rente der armen Frau oben drüber. Ja. Also, jetzt mal ernsthaft, das ist ihre Rente, die wir gerade. Ich meine, wer sonst lebt hier? Und sie kommt nicht ran. Ja. So traurig. Na gut. Das ist halt. Das ist die Rente. Da ist ihr Sohn. Das ist ihr Sohn, Gott. Der lebt. Man kann mit ihm reden. Tareso. Ist er komplett verbrannt am Kopf? Hat sie seine Augen gegen ein Tuch getauscht? Ja, komm, wir antworten dem mal. Ja. Du musst meiner Mutter die Rente wiedergeben. Ja. Nee. Ja. Das ist er, ja. Inosuke. Hiratake no Rotou datta. そこのあばら屋の老婆の様子見てやってくれぬか私の母なのだが狂ってしまいもはや誰が誰だか分かっておらぬお主の母に会ったぞ鈴をもらった。そうか。礼を言う。母はその鈴をずっと気にかけていた。上事のように仏様に備えろと。先ほどの個人か母の相手をしてくれかたじけない母はその上ごと。 Ja, das ist irgendwie, ich find's was immer mega traurig. Mhm. Ich will helfen, aber ich kann nicht. Ich würde dir gerne eine Hütte bauen und einen Kamin reinsetzen und ihren Hund holen, aber warum kann ich das nicht? Tja, du hast andere Aufgaben. Du kannst jetzt nicht
Aber es reicht ja, dass ihr das, die Entscheidung abgenommen hast, was sie mit ihrem ganzen Geld machen möchte. Ich finde auch. Das macht sie schon mal einiges erleichtert. Sie euch können wir diese Entscheidung übrigens auch abnehmen. Jetzt der richtige Moment ist, den Supporters-Club ins Spiel zu bringen. Erst wenn wir was Skilliges machen. Okay. Das war skillig. Das war skillig. Bis nach oben hin. So, den hier. Den mit der Kanone, der sein Rohr da poliert. Den kannst du richtig schön wegkrabemsen. Oh, shit. Leise. Und jetzt einfach nur R1. Ja. Einhändig. Schwarzes Schießpulver. Alchemistische Prothesemodulverbesserung. Einschließlich solchen Schießpulver und okkulten Munition. Das ist ja super. Man kann also nicht nur Sterne verschießen, sondern irgendwann auch ballern. Gegenmittel, Bruder. Sag ich Gegenmittel, das ist ein kleines Bruder. Halt die Statusanomalie Gift. Erhöht vorübergehend den Giftwiderstand. Okay. Da ist ein Hund. Oder ein Reh. Ja, das ist eher so ein Auerhahn. Also so richtig weiß ich nicht, ob ich die töten sollte. Die machen ja nichts. Sie sind ein bisschen wie die Raben. Ja, aber die Raben waren auch frech am Ende. Okay, das ist wahr. Ich laufe jetzt einfach nur so rum. Kühlchen. Ich suche das Abenteuer, Nils. Wirklich, ich will hier gar nicht so viel Zeit. Oh, lauschen. Oh Gott, die sehen uns auf die Entfernung. いくつの前に我らが襲われては消耗ないわ。赤目は火を恐れる。そういうお達し。それしかも、すげえ、アンチ。いや、あれ。変わっちまったな。足がない貴様。ハハハハ。ハハハハ。いや。 Wenn du mal einen Sichtradius von mehr als 10 Grad hättest. Ah, shit. Er war drauf vorbereitet. Ist der gut, oder was? Ist das ein guter? Der kann auch nichts, oder? Der kann nichts. Du bist viel besser als er. Jetzt. Shit. Ja. Ah, ich konnte ihn nicht mehr finishen, leider. Ja. 74 Mark. Immerhin. Der brüllt. Ja. Da oben, ja, da oben ist einer. Oh, das ist der, den es loszumachen gilt. Ach du Scheiße. Angeketteter Oger. Ja, da gehen wir mal ganz unehrenhaft von hinten. Ah! Das geht ja gar nicht! Okay. Greifangriffe können nicht pariert werden. Schaden lässt sich nicht vermeiden. Okay. Du kannst feindlichen Angriff mit einem gut getimten Ausweichschritt entgehen. Selbst die stärksten Angriffe sind ohne Kontakt nutzlos. Dreieck, warte, nee. Da war gerade Dreieck. Ja? Doch, du hast völlig recht, ja. Aber es kommt, der ist doch easy. Ich hab das Gefühl, der ist viel zu. Ah, jetzt kommt Hilfe auch noch, natürlich. Hey, ich bin doch entkommen. Okay, krass. Er ist wirklich doch nicht so. Also wenn er einen hat, dann ist aber auch vorbei. Vielleicht sollten wir jetzt erstmal zurück und den ganzen Kram machen. Den Samen in das Kürbisfass und die Glocke benutzen und was da noch ist. Fäule Essenz, braver Sohn, von irgendwoher ertönt ein gequältes Husten, das Husten und Keuchen eines Mannes, der nur an seine kranke Mutter denkt. Der Besitzer dieses Objekts reduziert die Chance, göttliche Hilfe zu erhalten. Eine alten Frau, die zu ihrem geliebten Herrn sorgt. Der besitzt diese Exkursion, die Chance beliebt ist. Ich will es dann aber auch nicht haben. Ah. Die Option Körpermerkmale verbessern wurde in Figur des Bildhauermenüs freigeschaltet. Hier kannst du 4 Gebetsbären ausgeben, um eine Gebetskette herzustellen, die deine maximale Vitalität erhöht. Okay. Schauen wir einmal in die Medikos, oder? Wir verlieren wohl 50%, wenn wir sterben. Also wir sollten, bevor wir mit einem Bossgegner dann kämpfen, vielleicht immer die Leiste vorher voll machen. Das sind Geistembleme.
So. Gut, dann reisen wir mal zu unserem maroden Tempel. Fum. Ja, der Chat sagt es richtig. Wir hätten eigentlich mehr wie Trant sein sollen. Wir hätten es mehr machen sollen wie Trant. Ich wusste jetzt mal gar nicht, gut, das war schon klar, dass das ein Bossgegner ist, ne? Aber wir hätten eigentlich zurückgehen sollen, eigentlich uns den Level holen sollen. Naja, egal. Wir können übrigens laut Chat, ich weiß nicht, woran man das sieht, ach, unten rechts, ne? 15 Mal wieder auferstehen bisher. Jetzt erstmal die schönen Hypothesen verbessern. Immer noch was? Nee. War nicht mehr. Echt nicht? Nee. Neues Herstellen vielleicht? Auch nicht. Nee, das ist aber komisch. Ja. Wie soll mir hier irgendwas. Wir haben doch Schießpulver. Ja, vielleicht ist das erst, wenn man das eigentliche Upgrade hat und dann mit dem Schießpulver kann man das Upgrade verbessern. Hi. 回生の力を授けることができる。しかしそれは常ならぬ力。繰り返せばやがて淀みがあふれ、関わった者に病として降りかかる。その病を流外と呼ぶと知りながらそれを止められなかったは私の不明です。すみません。その理由がよ。 治す術は分かりません。ですが、突き止めれば、まずは死の残した記録を当たってみます。頼む。あ、氷炭の種とこれか。はい。それをこちらに種を氷炭に植え付けます。よし。 Das können wir auch alleine machen eigentlich. Wieder reinlegen. Also ja, brauchen wir aber auch nicht. そうか。そうか。氷炭の種を見つけたならば。 Sekiro. Hier, ich hab, was heißt, es ist so ein bisschen. Du willst weiterreden, okay. Achso, ja. Nee, ist okay. Ich weiß nicht, vielleicht hätte was zu sagen. Aber sie weiß es einfach, sie spekuliert. Sie hat eigentlich keinen Plan. Mag die Sprache, es gab es sehr übrigens. Mhm. Fällt mir richtig gut. Ich kann natürlich nicht einschätzen, wie gut die Sprecher sind, aber es klingt einfach enorm gut. Es ist so, jemand im Chat meinte, wir können 15 Mal wiederbeleben. Dann dachte ich, okay, 15, warum? Weil unten rechts... Ja. Stimmt aber nicht. Also, ich wiederhole ja manchmal nur, was der Chat sagt. Ihr müsst euch da einig sein. Das bedeutet, dass du 15 Mal die Armprothese nutzen kannst, scheinbar. Ah, okay. Aber also, wir können dieses Wiederbeleben schon häufiger machen, meint der Chat. Warum und was das mit der Drachenfäule jetzt genau zu tun hat, weiß ich aber auch nicht. Ich dachte, dass der jetzt uns diese Drachen, die Verwendung dieser komischen Prothese, dieses hier, wie man das dem Buddha darbietet. Ja, stimmt. Weißt du? Ich dachte, dass der uns das. Aber da, dem Buddha kannst du vielleicht die Glocke. Ja. Das meinte ich ja. Okay, es geht auch ohne, dass man mit ihm redet. Sieht aus wie ein Schnatz. Darf man mit einem Roboter am Beten?
Flashback. Huch, das muss ich sogar spielen. Ah, erstmal einmal ein bisschen Geld sammeln. Ob wir das in der Gegenwart haben? Wenn wir das jetzt flashbacken? Was bist du hier? Also die Drachenfäule kann im Übrigen geheilt werden später. Also wir sollten uns nicht so viel Gedanken machen. Haben wir denn die Ketten, also die Gebetskette und so hast du schon aktiviert? Nee, der hat mir nicht genug. Und vier. Ah, insgesamt vier erst. Und dann erst. Ach so, ich ab vier kann man die zusammenkneten und dann. Also vier Bosse. Der Golem wäre ja dann schon mal der zweite. Ja, man kann erst mal gucken, das da ist das Haus. Und das ist so typisch From Software, oder? Man kann auch dahin. Man kommt irgendwann auch dahin und sieht es von weitem schon. Das ist toll. Ja. Geil, wäre jetzt hier mit so einem ausgebreiteten Flügel. Ja. Irgendeinem Ninja-Gerät. Irgendwie, da, guck mal, hey, da kann ich runter. Kannst du einfach runterhüpfen. Geronimo! Reaktionsschnell, wie ein Panther. Ah. Ist hier feindes Brut? Nee, ne? Was ist das da hinten? Da sitzt irgendwas. Erstmal klaue ich mir das Geld. Oder die Asche. Das ist das gleiche, ne? Aschegeld. Oh! Birdman. Der Sohn des Uhus. Ja, das bin ich. Okay, ja, wir sind das alles, ne? Wir sind was immer ihr wollt. Welches Jahr es ist? Achso, wir reden hier vom Flashback. Das ist ja des Uhus. Ocheete kure. Ryusen Mode no Toshi de aro. Ryusen Mode. 3年前 ka. どういうことだ? 武士殿は古い記憶と言った。何も覚えてはおらぬが、 これは過去ということか。 何があった? 賊どもが平田屋敷に巫女様を急ぐのじゃ。 Moin, Birdman. Ryusen Mode. 3年前 ka. どういうことだ? Bushi-donowa. Das hat er eben schon gesagt. Nani mo kore wa. Kako という koto ka. Also, was in Klammern steht, das sagt er zu sich selbst, offensichtlich. Okay, dann schauen wir doch mal hier. Da, Wasser, Schurke. Genau, eindeutig muss dahin. Den Schurke ich. Pass auf. Den hole ich mir. Ja, kennt man, ne? Der ist eine Minute. Oh, ich wollte mich sehen hier. Und gleich, wenn er sich umdreht. Habe ich hier den krassen Move. Oh boy. Ich um. Oh, da hinten kommt schon der nächste. Los, dreh dich um! Ja, jetzt. Genau, nicht erstmal. Ah, perfekt gemeuchelt. Hä? Da war doch der rote Punkt. Ja, okay. Ja, aber da müssen wir nochmal drüber nachdenken. So, mal gucken, was ist hier. Bärchen. Löschpuder. Ah. Brennen Status. Okay. Ja, wenn man brennt. Jetzt hier durch. Hier noch? Ja, vielleicht. Okay. Oh, hier kann man an Wasser ran. Aber der Baum lässt mich nicht. Warte, da kommt schnell der nächste. Dabei hatte er so eine schöne Seilrüstung an. Noch eine. Die hätte ihn doch eigentlich schützen müssen.
Da stehen noch ganz schön viele. So, Homeboy. Bewegt er sich auch? Er hat nämlich so eine Fackel, siehst du das? Mhm. Und von dem kann man nämlich diese Verbrennung zugefügt bekommen. Und dann hinter dir, irgendwas ist hinter dir. War so ein rotes Dreieck gerade hinter dir, jetzt da. Ne? Na gut, vielleicht auch nicht. Guck mal hier, das ist eine Schildkröte. Wie kommt denn jetzt hier die Schildkröte da hin? War die schon die ganze Zeit da? Ist ja so bei dir so ganz lang. Hängt die jetzt einfach da rum, oder was? Ja, das ist, wie kommt die da rauf? Was, das ist, glaube ich, einfach nur geschnitzt. Ja, okay, es ist... Oh Mann, wir sind so doof. So, hier war der Löschpuder. So, ich gehe jetzt vorwärts und werde mich dem Heini stellen. Der werde nicht umsonst dieses Löschpuder erhalten. Löschpuder, wahrscheinlich werde ich das gleich benötigen. Ja. So, da hinten sind auch gemeine Schurken. Okay. Jawohl! Ah. Gar nicht, lass den gar nicht so viel Raum. Ja, ach, zwei auf einmal. Drei. Nur die zwei. Achso, ja, okay. Sehr gut. So, Homeboy, komm zu mir. Nein, nicht irgendwas rufen. Oh, ja. Hat er die Jungs informiert. Bande hat er gerufen. Ja. Na gut, dann kommen sie wenigstens zu mir. Okay, dann musst du komplette Schloss irgendwie infiltrieren. Also scheint es. Ja, okay. Das ist schon einiges. Weil der muss ist die, der nächste hier. Du musst die wahrscheinlich auch nicht alle killen. Ne? Du willst. Ja klar. Oh, das ist ein Buddha. Oder über die Fische. Darf ich mal gleich einen geilen Move. Komm ich jetzt schon richtig drauf? Von oben. Siehst du? Eins. Und diese Eins bleibt jetzt. Das ist das Gute daran. Und jetzt ja? Mir, ja. Achso, den kann jetzt uns keiner mehr nehmen, oder was? Die Eins kann uns keiner mehr nehmen. Der Level bleibt immer bestehen. Immer bestehen. Ob im Regen oder im Schnee. Ob im Regen oder im Schnee oder im Regen. Schneeregen. So, ein Skillpunkt. So, okay. Bram. Ab jetzt bitte immer im Chat auch ein Befehl für wie viele Skillpunkte haben Sie. In dem Fall muss dann aufpoppen. Einer. Und nicht keiner wie bisher. Was ist das gewesen? Ein Irrlicht. Butterfly. Achso, da komme ich gar nicht. Achso. Lass mal die Wand los. Komm ich da oben hoch? Na? Das sieht mir aber verdammt danach aus, dass man da hochkommen sollte. Na gut. Scheint mir das aber auch. Noch ein Irrlicht. Nee, Geld. Nee, Ungos Konfekt. Ah ja, da war ja irgendwas. Ich erinnere mich an Ungo. Komme ich hier irgendwie? Ja. Okay, geil. Oh, jetzt bin ich hier voll der Ninja Sneaky. Sneaky Ninja Boy. Ja, und da hinten noch der dritte. Oh. Aha. Ach Mist, das wollte ich gar nicht. Okay, geil. Und eine Handvoll Asche.
Das wollte ich schon immer mal haben. Ah, Mist. 1, 2, 3. Dabei ist das Keilerei. Kann hier hängen. Oh. Ob das so smart ist? Na gut, okay, das funktioniert aber. Wo ist er hin? Ich sehe ihn nicht. Ah, da ist er. Ach, schön. Einer muss hier noch sein. Oder? Hätte gedacht, dass hier noch einer ist. Ich kann ja mal ein bisschen medizinische Kühlchen essen. Ging ja da nicht so viel, glaube ich auch. Okay. Das ist Topfgold. Da oben steht einer auf dem Dach. Scheiße! Komm, den Hund kriegst du auch noch. Und jetzt den Bogenheini. Da oben der Geronimo Blöder. Oh! Und jetzt will ich es wissen. Nee, jetzt will er es wieder nicht wissen. Hinten, hinter dir, hinter dir! Energie. Ich würde die Kürbisflasche mal aktivieren. Hm? Wenn du nicht stirbst, ne, kannst du dir jetzt schön den zweiten Level klar machen. Ja, echt? Ich glaube, ich habe jetzt leider nicht den Balken mehr im Kopf, aber... Ja, den zwar, genau, wenn du den... Oh, shit! Komm nicht mehr weg. Du musst weg! Komm nicht mehr weg. Ja, mach das Doppelleben. Komm, ja? Mach den Doppelleben-Kram. Okay. Oh, verstehe. Jetzt ist die richtige Zeit. Aber dann hau vielleicht lieber ab. Oder lass dich einfach nochmal umbringen. Ah, es ist sehr spannend. Du machst es gut, aber nicht zu gut, sodass ich mich nicht schäme. Nein, Mann, so nicht. Oh. Juhu! Okay, dann haben wir erstmal abhauen hier. Und zwei. Ja, man muss verstehen, oh, du brauchst echt erstmal Energie. Ein bisschen Ruhe und Energie. Kannst du mal ganz kurz Start drücken oder irgendwas? Ich will sehen, wie nah wir dran sind. Level. Ich muss hier noch irgendwo angezeigt. Da, okay, siehst du? Naja, 188 noch. Ne? Aber das kriegen wir hin. So, jetzt muss ich erstmal ein bisschen gucken, dass ich die isoliere. Und
Aber ich werde schnell auf mich geschossen. Oh, oh, der hat dich gesehen. Auf die Art kriegst du nur Rücken. Warte mal. Da ist einer. Ah, den kriegst du genau, der. Ah, oh, schön. Oh, oh. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Aber du machst das ganz langsam, ein bisschen so ein Amateur-Samurai noch, aber du erledigst den Job. Du kriegst ihn nicht sauber hin, aber du kriegst ihn hin. Immerhin. Aber immerhin. Oh. Ah, was ist das? Der Typ. Ja, hast du gesehen, ne? Ja, irgendwas wird da getriggert. Oh! Du könntest natürlich auch versuchen, jetzt zurück oder so zu gehen. Zu irgendeiner Statue oder. Ja, warte mal. Hab ich noch irgendwas Geiles? Nee, ne? Ich hab echt nicht mehr viel Leben. Da war eine Statue, dann resurrecte ich quasi komplett alle Gegner. Ja, aber wir behalten die Erfahrungspunkte. Mhm. Das ist ja der eigentliche Grund, warum wir spielen. Also sind die so wie bei jedem Metal Gear-Spiel, dass die sich jetzt wieder gleich beruhigen und dann. Da kommt da jemand. Nee, das Tor ist ja zu, ne? So, ja. Nee, das ist offen. Nee. Zu? Offen. Nee, ist zu. Ah, oh, es ist so spannend, Simon! Aber du willst es jetzt unbedingt machen, ne? Weil du kommst ja auch zurück. Ja, du hast völlig recht. Wäre schon die smartere Lösung. Ja, vielleicht ist. Ja, du hast recht. Ich gehe zurück. Hoffentlich habe ich jetzt hier nicht irgendwen übersehen. Ich wüsste nicht mal, in welche Richtung es zurückgeht. Ja, ich krieg das, glaube ich, hin. Ach, geil. Siehst du, ist doch gar nicht weit weg. So, und jetzt zu dem Heini unten. Und jetzt kann ich jetzt irgendwas verbessern, oder was? Wie kriege ich jetzt... Das weiß ich nicht. Aber kriegen wir jetzt nicht zumindest volle Energie oder so? Kann man das nicht resetten? Rasten wahrscheinlich. Körpermerkmale. Kannst du nochmal schauen, was man damit machen kann? Ja, ich brauche diese vier... Okay. Hm. Was waren die Geisterembleme nochmal? Na, das sind diese 15 Dinger zum Resurrecten, oder? Was doch nicht... Ist doch kein Resurrecten. Das ist doch irgendwas... Was ist denn das nochmal? Ah nee, das ist für die... Prothesenmodule verbrauchen. Ja, ja, okay, ja, ja. Prothesenmodule. Schmerz. Aber damit ist nicht das... Damit ist das Schießen gemeint, nicht das Grappling. Mhm. Gut. Ja, also kann ich hier eigentlich nur rasten. Ja gut. Sind die Gegner wieder da und dann... Ja gut, aber wenn du jetzt mal die nächsten Gegner einfach killst, siehst du, dann hast du den Level. Ja. Das wird schon, das ist gut. Sind die aber wieder da, die Homies. Guck, ja. Okay, was auf denn? Was? Ich hab doch rechtzeitig... Ja, noch zwei Kills. Das ist geil, dass die relativ... Oh, oh ja, jemand sagt im Chat, das ist wirklich ein guter Tipp. Danke, dass es ja auch noch unser Skillbuch gibt. Wir können ja unsere Skills auch noch verbessern. Jetzt hast du es, oder? Oh, guck dir das an. Einen noch. Zwei. So, jetzt guck mal, ob du die Skillpunkte nicht irgendwie... Das muss ja gehen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich es nicht... Also, wir haben ja nicht diese vier Punkte. Du meinst, dass ich jetzt hier irgendwas machen kann? Nein. Ich weiß es nicht. Nee, nee. Ich weiß nur, dass man diese Skillpunkte, die man da bekommt, irgendwie wahrscheinlich auch einsetzen kann. Können wir woanders hinreisen und das dann da machen oder so? Ich weiß es nicht. Der Chat kann ja ganz kurz mal sagen,
Und sagt nichts, ne? Ja, es, im Grunde sagt er uns nur, dass wir die Kampftechniken lernen sollen. Genau das, was wir ja versuchen. Ihr müsst zum Tempel. Zum Tempel, okay. Aber jetzt kann man also auch in dem Flashback rumreisen, oder habe ich das gerade? War das eine nicht ein Flashback? Ja. Und in den kann man aber reisen wie ein normalen Level. Das hoffe ich doch. Okay. Weil du könntest ja irgendwann den Ogre auch nochmal versuchen, an dem ich gescheitert bin. Ja. Aber ich habe das, ja. Er meint ja irgendwas, dass man da, dass er weak ist gegen Feuer. Ja, ist doch Öl. Ja, aber können wir das anzünden? Und du meinst hier bei Homie oder was? Ja, Tempel halt, ne? Ich nehme an, das ist der. Ja, da sitzt jetzt die Olle dabei. Was machst du? Oh, du bist es. Um die Untersuchung zu machen, Bushido hat die Blutkristalle bekommen. Die Blutkristalle? Ja. Es ist zusammen mit dem Blut. Die Blutfarbe ist nur ein bisschen verdorben. Aber これだけでは定かにはできることはあるか流骸にかかったものが吐いた血の塊それがもっとあればより詳しい調べをできます流骸にかかったものがいれば当たってみよう お願いします Was? Was anderes braucht man nicht. では、また Tschüss. Was ist hier mit dem anderen?なんだ。お前さ、勘が戻ってきたようじゃな。ちっとは忍びらしくなってきたように見える。とっておきな。Ein Buch voller Geheimnisse über Shinobi-Techniken zum Erlernen von Fähigkeiten des Shinobi-Stils. Dieser Text beschreibt die innersten Geheimnisse der Shinobi-Künste wie Angriffe in der Luft oder das Verbergen des Körpers, um nicht gesehen zu werden. Solche Wege sind in Samurai nicht möglich.Okay, damit lernen wir doch was. Shinobi no waza je. Samurai ni wa mane dekinu. Shinobi no tatakau sube ga kaite aru. Ma, dou suru ka wa omae san shidai yo. Tatakau sube nado shinobi dake demo arumai te. Ah ja, siehst du wohl, wenn du eine Esoterike...Was Text zu einem Kampfstil hast, kannst du dessen Fähigkeiten erwerben. Für jeden besiegten Feind erhältst du Fähigkeiten Erfahrung. Hast du genug davon, erhältst du Fähigkeiten. Punkte zum Freischalten von Fähigkeiten. Manche kannst du erlernen, indem du Objekte erhältst oder gegen den besiegst. Achso. Ja, geil. Dann will ich das jetzt bitte sofort haben. Wie mache ich das denn jetzt? Im Kretschmer? Ich weiß es nicht. Warte. Den Text benutzen und dann vielleicht? Also da, es gibt ein Skilltree, denke ich. Achso, kann man das hier irgendwie, muss man das hier? Weiß ich nicht. Nee. Aber man muss das jetzt nicht hier zum Beispiel in reinpacken oder sowas, ne? Ja. Ist überhaupt nicht da. Dann, gibt es einen anderen Knopf für dieses... Oh, verzeihen Sie bitte. Ich möchte sofort da rausgehen. Machen Sie das... Geh doch mal bitte in das... Ah! Raus! Ja! So. Und schon streamen wir auf Facebook. Kurz schauen, ob wir in unserem Menü... Ach, hier am Buddha-Mann vielleicht, oder ne? Einfach alles im Buddha. So. Ah. Ja, da ist es doch. So. Fähigkeiten. Ah. Sie ist geil. So. Erstmal gucken. Hier, Wirbelwind-Hieb oder Konter? Mikiri konnte ermöglicht, das konnte dann feindliche Stoßangriffe durch Stampfen auf die Waffe. Oh ja, das ist, das habe ich in einem Trant-Video auch gesehen. Dass wenn jemand auf dich zukommt, kannst du das kontern, indem du einfach nur ausweichen drückst. Und dann machst du automatisch einen Konter halt. Also, ich weiß nicht, ob du ihm direkt einen Punkt abziehst, aber du schlägst halt. Und der Wirbelwind-Hieb ist wahrscheinlich auch geil, ne? Ich nehme an, beide braucht man. Also, in dem. Ich meine, beides führt zu völlig unterschiedlichen Skill-Trees. Ja, also, würde ich beide auch aktivieren und. Wir können uns mehr jetzt können erstmal einen von den beiden. Ach, wir können nur einen, scheiße. Ja. Okay, was ist denn mit dem Konter? Ich glaube, ich weiß was. Das war der hier. Dieser Golem. Der hat ja viele Grabsch-Attacken. Mhm. Und ich glaube, dass man da kontern, dass das hilft. Das wäre meine Theorie. Deswegen wäre ich für den. Also, okay, dann nehmen wir den. Na, du kannst gerne den anderen Wirbelwind. Super. Ach so, gut.
Um ehrlich zu sein, wenn ich alleine spielen würde, hätte ich wahrscheinlich diesen Wirbelwind genommen, weil ich sowas immer geiler finde. Aber ich glaube, der Konter ist in dem Fall besser. Rennen und gleiten. Gut, so, jetzt haben wir was ausgebildet, was wir nicht gesagt haben. Immer wenn man was ausbildet, startet man automatisch auch die Werbung, um den neuen Skill sozusagen zu inhalieren und zu manifestieren. Gleich nach der Werbung darfst du weiterspielen. Mhm. Freust dich schon, ne? Hab ich schon gemerkt. Ich freue mich auch, weil ich hier gerade lese, Moment, denk dran, Attack wins Audience, Defense wins Games. Und das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Sinnig. Sehr, sehr gut. Gucken, was wir als nächstes nach der Werbung, welches von den beiden. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, das ist schon mal für dich. Wir sehen uns gleich nach der Werbung und dann wird hier weitergeschnetzelt. So langsam komme ich rein. Es dauert einen kleinen Moment, ne? Aber so langsam Bloodborne bleicht aus und Shinobi. Shinobi sage ich hier schon. Bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Sekiro! Simon Kretschmer hier, ihr seht es schon, ist schon dabei, so ein bisschen aufzuräumen. Bam. Wir haben die neu gelernten Fähigkeiten auch gleich mal getestet. Beziehungsweise die Technik, dass man sich diesen Level erkämpft und den dann auch direkt in Fähigkeiten umbaut. Das möchte ich jetzt nochmal die Probe auf Exempel machen. Ja, genau, da haben wir es. Jetzt habe ich eine 1 mir gerade geholt. Und die werde ich jetzt noch mal in irgendeine Fähigkeit, nämlich in diese Wirbelwindattacke investieren, sodass wir beide haben und beide Skilltrees freischalten damit. Mhm. Ah, ja. So. Wie setzt man den ein? Dreieck? Nee. Da, L1 plus R1. Gucken wir uns gleich mal an, aber vorher noch mal schauen, was es denn gibt. Shinobi Karma Körper erhöht die maximale Anzahl an Geisteremblemen, die du besitzen kannst. Geisterembleme sind greifbares Bedauern. Wer seine Taten bedauert, wird von vielen Geisteremblemen heimgesucht. Shinobi, die viele getötet haben, müssen den physischen Tribut dieser Sünden ertragen. Gewährt die Shinobi Kampfkunst Flugparieren, ermöglicht Abwehren oder Parieren feindliche Angriffe in der Luft. Kanonen und andere Projektilwaffen fügen Zielen in der Luft zusätzlichen Schaden zu. Diese Technik kann diesen Schaden verhindern. Shinobi lassen sich nicht so leicht abschießen. Dann gibt es noch Rennen und Gleiten. Gewährt die Shinobi Kampfkunst Rennen und Gleiten, ermöglicht aus dem Sprint heraus in eine geduckte Position zu gleiten. Das mag ich sehr. Läuft durch einen Bereich und rutsche außer Sichtweite. Täuscht leicht die Augen deines Feindes. Mag ich sehr, wirklich. Gewährt die latente Fähigkeit Präsenzunterdrückung. Eine latente Fähigkeit, die das Vermögen eines Feindes zur Wahrnehmung jener mindert, die verborgen sind. Die eigene Präsenz zu unterdrücken macht einen Shinobi aus. Ein bisschen Unsichtbarkeit, ne? Okay, der Chat schreibt irgendwas von Fähigkeiten ausrüsten. Ah ja, warte, wie hast du weggedrückt? Machen wir alles hier. Das ist dann hier. Hier kann man die Fähigkeiten ausrüsten. Oder? Moment, kann man vielleicht gar nicht. Oder ist das automatisiert ausgerüstet? Ich habe das Gefühl, die wären jetzt. Gut. Kannst du ja mal ausprobieren, drücken. Kannst du ja mal L1 R1 drücken, ob er das macht. Moment, nee. L1, R1? Nee. L1 plus R1. Gilt ja auch da. L1 plus R1. Auch wirst du den Kampf gut benutzen. Okay. So, und wenn du es nur antippst? Alles gleichzeitig antippst? Das ist ein. Okay. Das ist ohne L1 und das ist L1 mit R1. Nee, das ist nicht richtig ausgerüstet. Nee. Ein Slot mit Kampf. Da geh mal zurück, da war's doch. Kampfkunst ganz rechts. Ah, okay, jetzt. Wirbelwindhieb, ja. So raffen. Und das andere ist das ein Passiver dann wahrscheinlich, oder? Ja, das kann es sein, ne? Kurz gucken. Könnte sein, dass man den nicht. Der ist auch so sechseckig, oder was ist das? Oder acht? Achteckig. Und der. Aber der andere aber auch. Ah, okay. Aber ja, der könnte hier unten reinpassen, vielleicht. Oder irgendwo anders hin. Vielleicht ist aber auch so okay. Da ist er wirklich passiv. Ah, wunderschön. Aha, nice. Hami, Hami! Ha! Ja? Da guckt der Wagen blöd. Oh, okay, das war R1 gedrückt halten, das Aufladen. Alter, voll auf den Sack bekommen hier mit meinen neuen Moves. Scheiße. Ja, das hätte ich noch gar nicht ausprobiert. Ich kam nicht dazu. Ich bin erstmal weg. Das war ein schlechter Shinobi-Angriff. Wir sehen uns wieder! Vielleicht! So, hui. Na gut. Ich mach mal gerade noch mal den neuen, ne? Einmal noch.
Scheiße, das Feuer, ne? Alter, voll Kacke gebaut. Da ist er wieder. Hat er mich echt... Alter, viel Wärmung! darf ich wiederbeleben machen, Nils? Ja, mach. Das muss Rache geben. Das kann ich doch nicht einfach auf mir sitzen lassen. Da, jetzt wird durchbohrt. Ich habe immer noch nicht 100% gecheckt, was wir jetzt durch diese Wiederbelebung quasi verlieren. Moment. Das weiß ich auch nicht. Wir müssen ja irgendeinen Preis dafür zahlen, oder? Ah, guck dir das an. So muss es sein. Welchen Zusammenhang steht, habe ich leider auch nicht, bisher nicht gerafft. So. Ja, 2 Minuten, Mon. Ihr könnt lachen. Da könnt ihr lachen. Aber noch bin ich am Leben. Eure Seele ist der Preis. Die Seele? Man verliert Ehre. Will der jetzt von oben ein, von denen nicht? Die Seuche verbreitet sich weiter. Aber ich dachte, die verbreitet sich auch weiter. Ja, die Wiederbelebung verbreitet doch diese Krankheit. Ja, okay, alles klar. Ey, hast du das gesehen? Das war ein bisschen doof, ne? Ja. Das soll bei mir irgendwie einfach gerade nicht funktionieren, dieser ganze Ninja. Ach, du spielst auf Ninja? Weil du bist ja Shinobi. Ach, verdammt. Du musst wie Shinobi spielen. Ich sollte mir den einfach schnappen. Nein, das ist eine dumme Idee. Ne? Ich muss von hinten. Ich hab sie jetzt abgelenkt. Ja, das ist gut. Jetzt wissen sie nicht, wo er ist. Jetzt denken sie sich, wo ist er hin, der Shinobi? Scheiße, sie haben mich jetzt schon entdeckt. Aber dieser Bambuszaun... Verräterischer Bambus. Hält vielleicht die neugierigen Blicke der Nachbarn ab, aber nicht das Schwert des Shinobi. Shinobi in geheimer Mission. Guck mal, wer sich auch... Da kommen sie, um die Ecke. Hast du das gesehen? Ja. Als hätten sie sich abgesprochen. Ja, haben sie vielleicht ja auch. Was? Oh. Was war das? Ah, noch mehr Konfekt. Arcos Konfekt. In die Kehle rein. Au. Das war knapp. Wo ist er? Da. Und zu zweit. Ey, hast du gesehen, ich wollte meinen coolen Move machen, ne? Hat nicht hingehauen. Der, aber die haben ein bisschen geblockt. Nicht beide. Yeah, aber es war schön. Ja, und nochmal eins. Ja. Okay, ich habe kein richtiges Ziel. Ich meuchle einfach nur vor mich hin. Genau. Meuchle. Ich drehe so meine Runden, meuchel hier seit Stunden. So. Da warst du doch vorhin. Genau hier war der ganze Kokolores vorhin. Ah, ja, und er hat mich diesmal, ne? Genau derselbe Typ. Ja, der Adleraugen. Augen des Adlers. Scheiße, erwischt. Aber die sind sogar ein bisschen smart. Die schießen nicht einfach nach einer bestimmten Sequenz, sondern die versuchen wirklich mitzugehen mit dem Bogen und zu schießen, wenn sie treffen. Das war bei Bloodborne so noch anders, meine ich. Dann die Archer. Ah, ich kann gerade nicht. Das hat mich ein bisschen abgelenkt, aber das ist ja auch nicht deine Schuld. Das tut mir leid. Nee, ich hab... Kann ich noch... Entschuldigung, aber ich muss kurz fragen. Kann man hier endlos auferstehen? Nein, oder? Warum durfte ich jetzt nochmal auferstehen? Das weiß ich nicht. Weil ich gerastet habe. Weil ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Ich will jetzt nicht mehr spielen als nötig, ne? Also... Ehrlich gesagt habe ich das noch nicht ganz durchschaut. Also ob es da an diesen beiden Punkten liegt. Ist es okay, wenn ich jetzt noch weiterspiele? Ich bin ein bisschen unsicher jetzt. Will ich das mit negativ ausgehen? Ja, dann mach. Spiel gerne weiter. Okay. Aber dann ab jetzt müssen wir eine Regel dafür finden, ne? Ja, irgendwie schon. Sonst geht es ja ewig. Also, ja eben. Also, das ist ja, ja. Wir müssen dann... Ich finde, lass uns das machen, wenn man tot ist, ist man tot. Und auferstehen machen wir dann vielleicht in sinnvollen Situationen. Und dann muss man aber auch den nächsten Punkt anvisieren irgendwie. Den nächsten Buddha-Tempel oder so. Okay. Sozusagen als Boxenstopp. Ja, ich nehme all die... Ich check's doch jetzt nicht, ob jetzt... Weil da läuft unten links, läuft da jetzt so ein Rad. Weiß nicht, ob du, wenn das voll ist, nochmal wiederbeleben kannst oder was?
weiß es ja auch nicht. Wir werden es lernen. Achso, wenn man 5 Gegner tötet oder so ein Mini-Boss, dann kriegt man noch ein neues. Ach, dann kriegt man was zurück, oder was? Aber das sollte dann, finde ich, auch dazu führen, dass man weitergehen kann, oder? Eine Zahl mehr Münzen. Ah. Also ein Beispiel jetzt, ne? Wenn wir jetzt zum Beispiel neu starten würden, hier, jetzt den Weg, den wir ja kennen, würden vorher das Ding aktivieren, dann würden wir richtig viel Münzen sammeln, oder? Weil wir die alle killen können, weil wir wissen, wie es geht, und dann kriegen wir dafür halt Fettmünzen. Habe ich das richtig verstanden? Dieses Wasser. Ja, ich hab's jetzt nicht 100%ig gecheckt, muss ich sagen. Also es gibt einfach für eine gewisse Zeit mehr Münzen. Was gut wäre, wenn wir eine Ecke haben, wo wir so wissen, so, ja, können wir durchlaufen. Okay, sowas, ich verstehe, was du meinst. Und dann einmal so. Ja, ja, ja. Was mache ich damit? Ist das so? Lass mal einen Lauf. Ein Eisenlauf aus dem. Ah, hier, das ist ein. Das ist ein. Ey, das ist mit Flammen. Das ist doch bestimmt gegen den Ogre dann das. Okay. Mittel. Ich habe jetzt Schießpulver, Öl und diesen Flammenlauf. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt zurückgehen und was bauen. Oder kann ich den so benutzen? Ja, musst du vielleicht zu dem Typ gehen. Das einbauen. Jetzt mal gucken, was das überhaupt ist. Also kann ich den. Flammenlauf? Nee. Verbesserungsmaterial. Mal einbauen lassen, okay. Ja. Ah, okay, und das brauche ich dann zum Schießen. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr interessant. Kurz mal gucken, wie weit wir sind. Okay, ich habe einen Fähigkeitspunkt. Eigentlich könnte ich auch zurück. Mach den Kram. Dann können wir wechseln und dann kannst du immer noch mal spielen. Ja, aber lass doch jetzt einfach dann bei einem System bleiben, sonst. Oder ist noch einer? Sonst haben wir gleich irgendwie. Müssen wir es jedes Mal neu diskutieren, das ist ja auch ein bisschen. Also, ja, ich bin für alles offen. Ich hätte noch 20 Minuten, wenn ich jetzt nicht sterbe. Aber ich will es halt nur fair halten. Darum geht's mir. Tschum, tschum. Boing. Oh, da ist noch einer gewesen. Hinter dir. Ich bin ihm entkommen, ey. Man ist hier manchmal zu. Oh, Larifari, so wird schon jeder. Aber nee. Die kommen hier gut hinterher, finde ich. Lösch. Das Geld das schon aus seinem Kopf fällt. Halt, ich bin noch gar nicht ganz. Oi. Sag ich. Onashi. Das ka. Shinobi wa na. Das ist richtig. De areba. Odo no. Shinobi wa no. Yatsura wo. Zugai wo. Was machen wir mit der Kohle? Das sollen wir irgendwie ausgeben, ja. Auch schon mehr. Guck doch mal, kann man das im Menü machen? Da liegt noch Shit hier? Dran, so? Kann ich mir schwer vorstellen. Soll man selbst bezahlen? Ja, das sind diese Checks. Jetzt das benutzen wir nix. Ich sie nicht, ne? Aber okay. Ja. Ausrüstung, Inventar. Ja, aber wahrscheinlich gibt es einen Händler einfach oder was, ne? Klassisch. Vielleicht haben wir auch noch keinen Händler bisher gefunden. Der ist einfach geiler als von hinten anschleichen. Ja. Im Sprung. Das hat schon Style. Hat mehr. Lauschen. Aniki, zugi wa kono odo desu kai? Ja, soko wa ii. Zugi ni iku zu. Kendo. Sonaimonodemareba, Jizo Samani. Yamenka. Hotoke Samani wa Tedashimuyo. Nandu Yawakarunda, Takoga. Okuranai de Okureo Aniki. Tako de Gomeyo. Die sind vielleicht ein bisschen dumm. Wie kriege ich den jetzt? Wer ist leichter? Links oder rechts? Also, der eine ist ja ein Antwort. Ich würde den mit den Flammen zuerst nehmen. Dann kann er dich nicht anzünden. Ich den so schnell kriege. Einfach hinter ihn schleichen, meinst du? Ja, und dann rechtzeitig R1 drücken. Ja. Ah, ich wollte noch, ne? Darf ich? Nee, das war's. Siehst du, so entscheidet sich es von alleine. Und was ist jetzt der...
Also ist jetzt unsere Kohle weg, oder? Nee, Kohle, also Kohle weiß ich nicht, aber wir haben jetzt die Hälfte der Energie verloren, der, ne? Aber ist nicht schlimm, weil so viel hatte ich nicht, kannst du ja mal gucken. Ah, okay, vielleicht, wenn ich jetzt die Hälfte, dann hatte ich doch mehr, aber einen Punkt haben wir sicher. Wenn du jetzt noch einen zweiten holst, kommen wir schon wieder. Dann sieht man denn, wie viel Upgrade. Kohle wir haben. Wo steht da unsere rechts, Kohle? 1252, ja. Na gut. Muss mal aufs Toilettchen und nur damit keine Diskussionen bestehen. Ja, dreh dich um, damit ich dich von hinten meucheln kann. Los. 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 Boah, der hat mich schon gesehen. Sehr frech. So! Gib mir euer ganzes Geld. Jetzt müssen wir aber echt einen weiten Weg hier zurücklegen. Alles nochmal, da ist wieder so ein Tor, das muss man von der anderen Seite aufkriegen. Kommen die auf den Baum rauf? Lang. Ja, ist gut. Wo bist du? Da. So. Da hinten ist der Typ. Alles klar. Schleich, ich schleich. Das gefällt mir richtig gut, dass man das Loot so geil aufsammeln kann. Ja, ja. Ich finde es eigentlich auch geil, aber ich mag es nicht, wenn man einen Button drücken muss, um irgendwas, was einem eh schon gehört, noch extra aufzusammeln. Ja. Ich hätte es lieber, dass es so einfach kommt. Aber ja, naja. Der Typ, ne? Vergiss den nicht, da oben. Ja, der Pfeilmann. Aus irgendeinem Grund hat er dich jetzt noch nicht entdeckt. Wenn du den vorher erwischt, kannst du ja gut. Da, ja. Warte mal, willst du vorher diese Wasser... Zu spät. Oder? Nein. Dieses Ding aktivieren, was dir mehr Geld bringt. Zu spät. Jetzt ist es wirklich zu spät. Alter, wieso komme ich da nicht rauf? Alter. Dann machen wir nächstes Mal. Ja. Oh! Oh. Lustig. So. Wo seid ihr denn alle? Da kommt er. Den hol ich mir als erstes. Oh geil. Da sind sie alle auf einem Haufen. Das wäre so ein Move. Ja, ja, so ein Move für den Dingsbums. Hier kommt erstmal einer. Ja, so viele. Der ist halt echt ganz schön doof. Manchmal ist das mit dem Dächer kommen nicht so perfekt. Okay. Oh. Yeah. Da ist einer da unter mir direkt. Hier. Mit dem Hund, ne? Hm. So. Komm ran.
der Hund unter mir? Da sitzt er noch müde am Feuer. Die ist, weil ich die angewählt hatte, deswegen. So. Hat schon Style. Oh, das war erstmal die Idee. Ah, da kommt noch einer. Ein Hund. Bis zuletzt, ich meine, da hättest du aber wirklich auch mal eine Sekunde früher dir Gedanken machen können. Du hast es voll verdient. Der lag da wirklich die ganze Zeit rum, ne? Saß da rum. Rechtags, okay, so jetzt. Oh. Mir schon mal dein Geld, bitte. Okay, shit, da wäre ich fast mir verreckt. So, wo geht's jetzt weiter? Da kamen wir, glaube ich, her. Ja, ja, da kamen wir her, aber irgendwo muss es ja weitergehen. Ja, rechts ging's, ich bin rechts weiter hoch. Da den Weg geradeaus. Da hinten. Da links den Berg hoch irgendwann. Da so. Da hoch dann quasi, ne? Hier geht's weiter, ja. Genau. Achso, mit dem hattest du auch gequatscht? So, eigentlich müssen wir das noch machen. Ja, drück's mal weg. Vorsicht, die Waffe ist heftig. Bei der habe ich auch schon einen abbekommen. Du könntest ja ruhig auch nochmal die. Ach, deinen Arm benutzen und schießen und so. Ja, zwei, glaube ich. Warte mal erstmal. Heilung aktivieren. Look, look, look. Du hast recht, diesen Arm haben wir noch gar nicht benutzt. Okay, also hier bist du irgendwie verreckt, ne? Hier ist nämlich da wieder ein bisschen mehr los. Du musst das hier erstmal in Ruhe an. Ja, kann sein. Machen wir erstmal hier diese lange Straße. Mal jetzt. Ey, Fasan. Todesfasan. Todestrutan. Alter! Lass mich hier von dem Trutan belästigen. Da kann ich reingehen in diesen Tempel? Ja, da ist ja der Buddha-Kram. Vielleicht kann man da. Mhm. Oh, was klauen, na gut. Wollte man hier vielleicht nicht machen, aber I don't care. Oh. Jetzt nicht den Buddha. Oh, Schnurbi-Axt. Das Affen. Gut. Prothesenmodul. Geil. Ja. Sehr schön. Die ist doch eindeutig für uns gemacht. Ja? Hm? So eindeutig für uns gemacht. Oder siehst du hier noch mehr Shinobis? Na, geh doch mal darauf. Ich das von dir will.
So. Lol. Was ist das da? Lauschen. Ich habe das Gefühl, das ist ein Zwischenboss. Mach den doch jetzt alle. Ja. Geh doch jetzt schon mal hin und sag, hier, haha, da bin ich. Dir geht's nicht gut, habe ich gehört. Das gefällt mir sehr. Ich verlange einen Kampf. Ein Eintritt. Komm da nicht rein. Das ist, oh, das ist ja lame. Zünd die Hütte, zünd die Hütte an. Ja, das wär geil. Der wird sich mir stellen und dann werde ich mit dem kämpfen. Soll aber auch rauskommen. Bin da. Oh. Schade. Aber gut zu wissen, dass er nicht eigentlich gar nicht fit ist. Ja, das aber ist sicher noch irgendwo wichtig. Der Chat schreit Abkürzung. Kürzung? Ich weiß nicht, wo und was. Ist das hier oben vom Turm? Wo haben wir eine verpasst, wo? Echt? Ach so, natürlich, ich weiß auch wo. Diese Tür. Da muss irgendwo hier diese hier vielleicht. Die hier, kann das sein? Das kann schon sein, dass eine der Türen. Wohin, aber wir können ja eigentlich immer über die, die Rüstung. Nee, es gab eine. Hier unten links vielleicht. Da. Da unten. Hier? Ja, ich. Es gab eine Tür, die wir nicht aufmachen konnten, nee, weißt du noch? Die hier. Aber wir können uns immer über die Mauer, also. Nee, bei diesem einen, da ist so ein. Der war ganz am Ende, dieser Palast. Das Tor, sagt der Chat. Ganz genau, ja, da war so ein Tor. Für alle, die uns jetzt zum ersten Mal gucken, wir haben keinen Orientierungssinn. Der wurde vergessen zu integrieren. Alter. Nicht unsere Schuld. Das sind die Fakten. Alter, kannst du dich da mal. Was ist? Spring da jetzt! Simon, mach mich wahnsinnig. Mich auch. Im Grund hat das jetzt geklappt. Ah, da wollte ich. Das ist ein Geldbeutel. So, genau. Da hinten ist da irgendwas. Wo ist dieses Tor? Ich weiß, glaube ich, welches die meinen. Das ist da. Hinten bei der breiten Straße, sagt der Chat. Die breite Straße? Nein. Das ist die breite Straße. Hinten wäre dann hier. Ah ja, das macht total Sinn, dass das hier ist. Diese hier. So. Sehr gut, dann brauchen wir nämlich nicht mehr diesen ganzen Umweg machen. Ah ja, guck, und hier haben wir alles. Ja, da hinten ist das. Ach, die Ecke, genau. Da hinten ist das Buddha-Ding. Das ist hier wirklich eine ordentliche Abkürzung. Aber hätte man nicht einfach. Na gut, wahrscheinlich nicht. Sonst wäre es keine Abkürzung, aber ich hätte gedacht, man hätte dort drüber hüpfen können. Nee. So. Was haben die denn im Schilde? Was finden die im Schilde? Mhm. Ich will mal auf einen von denen raufspringen. Sneak-Attacke machen. Ja. Ja. Ein Schild weg, oder? Pass auf, ich zeig dir mal was. Wieso? Wie siehst du ihn immer ab? Probieren wir mal. Vorsicht. Da musst du natürlich irgendwie erstmal einen Weg finden. Ich weiß nicht, ob du die so besiegen kannst. Ja, ich auch nicht.
Eventuell, wenn du hier diesen Stoßangriff machen kannst, du eventuell kontern, aber das haben wir bisher auch noch nie erfolgreich gemacht. Ja, okay, warte. Irgendwie habe ich das Gefühl, vielleicht, wenn ich auf die raufspringe. Von oben irgendwie. Aber ich bin eh bald tot. Ich kann auch nicht mehr heilen, oder? Vielleicht noch. Doch! Ja, eine heilende Kürbisflasche. Das sagt das doch. Ja, aber ich würde. Lauf doch an den vorbei. Da hast du noch nicht die. Naja, mal gucken. Ja. Darf mir noch ein Stück näher kommen können? Die sind ja vor allem auch zu zweit. Na gut, dann machen wir das so. Wuhu! So, wie sieht's denn hier aus? Okay, dann hier, da sind die nächsten. Die sehen aber auch schon ganz schön stark aus. Das ist ein Mönchskrieger. So. Viel Leben habe ich nicht. Aber hast du nicht noch so ein Globuli? Nee. Echt nicht? Nee. Oh, dann. Hast du die alle schon wegschnabuliert? Ja, gut, wir hatten ja nur drei. Das ist nicht bedenklich, ist gesundheitlich. Du darfst da nicht so viele von nehmen. Ja. Ah, da ist so ein Digger. Ah, oh, was? Ah, jetzt wissen wir immerhin, dass man da nicht hingehen soll. Ja, das ist der Dickmops. Du kannst natürlich gerne auferstehen, wenn du möchtest. Okay, aber den, da habe ich, glaube ich, ein bisschen zu wenig Health für. Aber wir haben die Abkürzung, das ist gut. Aber jetzt gehen wir ohne alles gegen so einen Typ zu kämpfen. Das ist der da unten? Ja. Ich könnte mir vielleicht, wenn ich smart mache, einen schon holen. Komm ich da hinten hoch? Über das Dach vielleicht, oder? Ah. Oh nein, was ist das denn? Shit. Das ist mit dem. Ach so, ja. Ja, Objekte zu erhalten. Schau mal bitte ganz kurz auf deinen Balken. Nur einmal so. Fürs Gefühl. Warte, auf welchen? Den Skillbalken. Siehst du? Ja, den kriegst du jetzt schon noch voll, ne? Das würde ich jetzt. Ich würde jetzt nicht den dicksten suchen unbedingt, sondern. Ja. Der mit dem Speer ist ein dicker, aber da hast du den Kontermove, ne? Ja. Der da meinst du? Ja, aber ey, das ist halt wirklich der. Ja. Ich meine, du kannst ihm jetzt einen wegnehmen und dann ist die Frage, wie gut ist er? Jetzt sagt auch, Kontermove ist doch genau gegen Speere. Aber erstmal musst du ihm einen absaugen. Ins Dickicht! Ins Dickicht gezogen! Mit dem Mini kannst du auch Schussangriffe kontern und bei erfolgreicher Durchdrungung der feindlichen Haltung mehr Schaden. Also, wie war das einfach? Kreis. Mit Kreis und dann nochmal R1 oder was? Ich denke ja. Oder nur aber Kreis. Wir haben es noch nie probiert. Kreis und R1. Gott, ich werde jetzt verrecken, aber ist halt so. Keine Ahnung. Und sag solche Sachen nicht. Achte auf das Symbol oder auf den Angriff von vorne und dann. Alle. Jetzt! So wird das doch nicht. Nils! Nee, ich will was. Ja, ich weiß, ich will was ausprobieren. Ja, aber. Das ist nicht das, was wir besprochen haben. Ja, aber ich will was. Ist das jetzt derselbe Typ, der mich beschießt? Der beides? Ja, okay, er hat mich gesehen. Ja, okay, ich muss gegen ihn kämpfen. Wo bist du? Ah, nein!
zu zweit. Ah. Ja, Nils, das ist aber wirklich jetzt auch dumm gewesen. Ja, das ist nee, hab ich etwas Dummes gemacht. Ja, aber ist doch egal. Ist doch egal. Mann, warum hast du den Typen denn nicht gekillt, als du konntest? Warum musstest du denn immer irgendwas Smartes machen? Das ist ein Angriffsspiel. Nicht immer diese Verteidigung, ja, diese hasenfußmäßige, ich hau ab, Taktik. Naja, ich habe ja keinen Einschlag, ich wäre tot gewesen. Ich habe gedacht, wenn ich ihn, wenn ich mich verstecken kann und das gleiche nochmal machen kann. Now you see. Naja, die Tür ist doch offen, ist doch kein Problem. Was meckerst du denn eigentlich? Darf auch mal meckern. Wenn du scheinst, warum? Darf ich auch mal meckern. So, ich würde gerne das Ding mal benutzen. Ist es das? Moment, hier, genau. Mehrere Münzen. Oder Objekte. Was würdest du benutzen wollen? Was jetzt? Also, dass wir mehr Objekte kriegen oder mehr Münzen? Ich weiß ja nicht gar nicht, was wir mit den Münzen machen, ehrlich gesagt. Wir haben jetzt was haben wir verloren. Wir verlieren Münzen. Also die Münzen, wir verlieren die ganze Zeit Münzen. Ja, das ist doch das scheiße. Ey, wir müssen es ja nicht jetzt benutzen. Ich will es aber mal. Ja. Mal ein bisschen, was das ist. Holla! Mann. Ich habe aber auch echt. Irgendwie habe ich auch Pech. Möchte ich fast sagen. Mich trifft der jedes Mal, der Pimmel. Komm her. So. Ey, warum habe ich eigentlich keine Kügelchen? Achso, die werden nicht aufgefüllt. Das ist ja traurig. Erstmal einen Schuss. Haha. Und du, ne? Ich wollte doch nur. Ja, ich wollte das Ding. Ja, die Gier, da war sie wieder. Die gute Gier. Alter, da haben die sich doch ein bisschen mehr gewehrt, als ich das erwartet hätte. Einsammeln? Gut. Was haben wir jetzt bekommen? Öl. Siehst du, hat sich schon ein bisschen gelohnt so. Die Frage ist natürlich schon, was ist unser Ziel? Ich würde sagen, wir holen jetzt erstmal noch einen Fertigkeitspunkt und dann holen wir uns ein paar Fertigkeiten. Ja, wir können auch, theoretisch hättest du auch zurückreisen können, weil du eben am Anfang warst und den das Upgrade für unsere Hand holen können. Ah, das ist der! Ja, ja, das waren die beiden Typen. Nein, 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 mit dem will ich nicht kämpfen! Scheiße, alles falsch gemacht. Das ist eigentlich das Schwierigste, sich festhängen irgendwo. So. Ich will doch erstmal aufleveln, bevor ich hier jetzt kämpfe. Aber das ist schon wieder so einer mit so einem schweren Hammer. Ja. Ah, nicht erwischt. Oh, cool, wir kriegen Kügelchen, wir kriegen Öl. Das lohnt sich. Irgendwie. Wir haben das Schild, oder? Ja. Das sind die neben Schild, ja. Das ist noch so ein Hanselmann. Hans Hanselmann. Da ist einer. Das sieht irgendwie so aus, als wäre das so ein bisschen Endgegner mit Miniboss. Redet der nur? Der kannst du mit dem reden? Bali? Ja, ich guck mal. Vielleicht kann ich mit dem reden. Der wird ja scheinbar belagert von den anderen, ja, oder? Jo, Donna. Anta mo Kajiba Dorobou desu ka? Ach, der will klauen. Ein Dieb. Danna wa mita toko shinobi desu ka ne? Nani ka sagashi mono de ma nan ni seyo. Koko wa ashi ga saki ni mitsuketa basho de sa. Yoso wa asatte kudasai. Aa, sou ieba dokka no gake ue ni 30 no tou ga mie yashita ze. An dake goripa na tou da. Kitto naka ni wa otakara ga shimaware teru ni chigai ne. Danke für den Hinweis unter Dieben. Nee, dann. Okay. Na gut. Kann ich die Tür aufmachen? Nein, ne? Ah, irgendwie lasse ich ihn jetzt auch, ne? Das ist seine. Der ist doch ein Dieb gewesen. Auch ein paar Level noch, verdammt. Das wäre er, ja, ja. Der potenzielle Endboss. Ist da unten noch? Nochmal?
誰ですか？族ではない。あなたは若様の、はあ、よかった。忍び殿、族どもの目的は若様です。あやつらはすでに竹林坂上にいたり、お屋敷に火をかけています。若様の脱出も叶わなかったご様子、お願いです。忍び殿、若様をお救いください。これをあなたに託します。Ist das der Moment, wo wir quasi den verloren haben, bevor er gefangen genommen wurde? Das kann natürlich sein, 3 Jahre vorher, man weiß es noch nicht genau, ja. Das muss ist das die dreistöckige Panode, da, Pagode hinter dir? Ja, ich. Die da? Oder ist das? Ja. Kurz mal schauen, ob hier noch was Höheres ist. Sieht nicht so aus, oder? Nein, ne? Muss ja mal gucken, ob du da reinkommst. Oder da oben, ne, da ist der Tempel schon. Temple of Love. Temple of Love. This is the place to be. Also wenn da aber irgend so ein, da würde ein Kreis wahrscheinlich angezeigt werden, wenn du dich da mit dem Seil hoch... Ist das eine Leiter? Wenn du knirrst. Sieht aus wie eine Leiter, aber kannst du nicht... Benutzt keine Leiter, okay. Ah. Gut, er soll wohl gleich dafür sein. So, den Endgegner lasse ich da jetzt mal natürlich, aber eh nichts mitmachen. Mann, das hab ich. Okay. Der hatte nicht mehr viel, glaube ich. Jetzt kann ich mir den noch schnell holen, bevor die Schildheinis kommen. Und an dem bist du vorbei. Ja. Würde ich dann auch so machen. Mann, ist echt schade, wie man Geld wieder verliert. Ne, fast! Kann ich nicht vielleicht einen herlocken und dann von hinten? Ja, das hatte ich auch probiert von... Ach stimmt, das hast du ja probiert. Von oben sozusagen, aber ja. Dann, die haben mich nicht aus dem Blick gelassen. Aber sie sind langsam, das ist immerhin. Ja. Ist das eine Pagode? Ah, die hat mich so gestoppelt. Geronimo! Müsste ich genug haben, oder? Und? Ja. Nein! Auch okay, ich wollte eigentlich ins Gras mich verbeißen. Der hat schon wieder so einen. Naja. Ein Supermove getriggert. Erstmal gucken. Ich will doch schon abhauen hier. Ja, yeah, ne? Okay, die lassen einen halt echt. Uiuiui, und die aber noch. Hätte ich von hinten vielleicht mir einen schnappen können jetzt. Gar nichts mehr. Shit. Muss ich eigentlich zurück. Komm, wir kaufen jetzt erstmal drüben Kram. Da dackelt er zurück. Dackel, dackel, dackel. Probier jetzt mal was. Gleich. Kauf erstmal Fähigkeiten. Welche wollen wir denn kaufen? Wir haben 3 Punkte. Können wir tatsächlich? Karma Körper. Die Geist-Embleme brauchen wir letztendlich für diese Attacken, ne, mit dem Arm, die wir aber bisher noch gar nicht richtig benutzt haben. Oh, die Axt. Der Chat sagt es. Schaut mal nach der Axt. Kann man die eventuell... Ja, in deinem Inventar, ne? Muss ich die mir nicht bauen? Aber ja, die müssen wir ja bauen, ja. Ich glaube auch, die muss man einbauen. Die musst du dann zum Tempel. Ja, komm, dann gehen wir erstmal zum Tempel. Ups. Das bringt jetzt nichts, gegen diesen Krassen anzutreten. Wir müssen erstmal stärker werden, habe ich das Gefühl. Schon welcher Tempel? Der Maroder Tempel ist es, ne? Ja. Ja, ein paar Upgrades da mal aufmachen, ne? Hier, yeah, gibt sogar Händler. Chat sagt, es geht zum aktuellsten Checkpoint der Hauptwelt. Von dort aus gibt es auf dem Rückweg 2 Händler. Einer direkt am ersten Tor, der andere am Berg mit Raben. Händler.
wo wir dann ein bisschen Gold, ne, investieren können. Goldlos werden. Was wir schon an Gold los verloren haben. Ja, ja. Das ist scheiße. So, okay, das ist ja, oder? Hast du irgendwas Neues zu sagen? Wahrscheinlich nicht. Oh, Kami-dono. Hab ich einen? Hab ich noch gar keinen. Dewa, mata. Die haben immer so eine ganz Pathos gehüllte Sprache. Das, man, egal was die sagen, das klingt immer total edel und schwer und bedeutungsvoll. Guck mal, jetzt könnten wir uns ein Flammenrohr holen. Ja, wieder beides, geil, würde ich doch sagen, oder? Oder die Axt. Flammenrohr, ne, für den Oger oder Axt für die Schilder. Können wir nicht einfach beides machen? Und dann switchen? Und welches? Ja, welches war? Nehmen wir erstmal die Axt, oder? Ja, ich würde beides herstellen. Wie gesagt. Ich habe Angst, dass wir, wenn wir, okay, wenn wir jetzt eins herstellen, doch geht. Dass dann ja. Das andere vielleicht nicht mehr geht oder man. Ich weiß nicht, ob man switchen muss. Das kann wohl sein. Drei kann man ausrüsten, laut Chat. Ein neuer Text. Aber Geheimnis und Technik. Esoterik-Text. Wollte immer mal ein Format machen, Esoterik mit Erik. Aber wir hatten keinen, der Erik heißt. Ne? Wir hatten einen, der Erik heißt. わかった。全く義手の忍び技などもはや無用と思っておったが、わからんものよな。 Ah, muss ich wahrscheinlich erst. Ha! Geil! Oh Mann, das ist ja genau so, wie ich es mir immer gewünscht habe. Toll! Einfach mit Dreieck wechseln. Stern, Axt. Kostet das denn irgendwie. Aber wie kann ich das jetzt benutzen? Hast du natürlich schon. R2. Nee. Die Axt hattest du gerade schon. R2. Benutzt. Ja, weiß nicht. Hat er sie wirklich? Damit schießt im Moment. Siehst du? So benutzt ja. Die Axt. Da hat man einfach mal so eine Axt am Unterarm kleben. Die Axt am Unterarm ersetzt den. Oh, hier ist ja, eine Leiter nötig. Hier geht's Leiter nicht weiter. Mhm. Doch. Denn wir sind ja super krass, hab ich vergessen. Die Krassheit ist außergewöhnlich. Aber waren wir nicht hier schon? Ja, ich wollte einfach mal gucken, ne, wie weit ich komme. Da ist noch was. Das Butterfeuer. Kannst du ja wieder dann jetzt machen. Ach, das ist ja unser altes. Suchen wir nicht diesen Händler gerade? Sind wir nicht vielleicht sogar auf dem richtigen Weg zum Händler? I don't know. Das war das nicht beim. Was hat er gesagt? Beim Hauptdings? Vielleicht, weiß ich nicht, beim ersten? Ja, ich kann ja auch reisen. Also mal gucken. So, naderes Gebiet, was auch immer das heißt. Weiß ich nicht, Chat. Hier sind die. Also. Beim Anwesen kann es eigentlich nicht sein, um dann noch ein Pfad zum Tor zu haben. Moment, schon. So. Gucken wir es hier. Hm. Pfad zum Tor, oder? Ich jetzt was sagen. Ah, okay, jetzt verstehe ich. Und diese 15 mit den Kreuzen steht dann für die jeweiligen Prothesenbenutzung. Also wie oft man die benutzen kann. Also ich nehme mich genau hier auch wieder hin. Ich gehe jetzt mal runter. Vielleicht ist ja hier. Oh. Wolf. Was ist denn eigentlich jetzt gerade dein Plan? Wolltest du jetzt die Händler suchen oder wolltest du ich zurück dachte, wir zu den die Händler. Zum Endboss? Eigentlich wollte ich mal irgendwann zum Oger. Aber das würde ich dann halt auch erst machen, wenn wir beide Bock haben, weil sonst. Also, wäre gut, wenn wir zusammen nacheinander uns an den. An Ogern. Genau. Aber du bist dann nochmal in andere Locations und das war ja auch richtig. Und deswegen dachte ich, laufen wir nochmal rum. Siehst du irgendwo einen Händler? Nee, ich glaube, wir sind auch falsch, ja, oder? Soll ich dann wieder? Also.
Oh ja, da waren wir ja genau an euch, erinnere ich mich. Achso, die drei Skillpunkte hätten wir noch. Ach, die können wir auch verteilen. Ja, gut. Ist ja kein Problem. Immer derselbe Shit. Ich dachte, der wäre stärker. Kann ich die hier verteilen nochmal oder wie war das nochmal? Fähigkeiten, ne? Das Buch. Das hier? Irgendwo ist unser Buch. Wie war das nochmal? R2 da mal weg. Irgendwo war hier das Buch, hast du gefunden? Hast du es ja. Die Dinger hier waren das. Die Texte. Nee, wir müssen Ja, hast du nicht schon gesagt, das ist auch so jetzt im normalen Inventar? Nee, man kann die sich angucken, ja, aber man kann sie nicht aktivieren sozusagen. Das aktiviert. So, wo war der Buddha? War der nicht direkt hier oben? Nee, das ist da hinten. Halt durchs Tor links. Oder oben war links. Ja. Immer dasselbe. Ja. Stimmt, das wollten wir machen. Ich habe auch noch Prothesenkünste. Ah, oh, die kosten auch Geld. In der Schnitt Greifhaken an. Klingt alles mega toll. Fällt mir. Sprint nach vorne mit einem Schwertschnitt. Mhm. Also Wurfstern und dann kannst du wohl nach vorne noch. Nach vorne sprinten. Wir gucken erstmal noch, was hier ist. Nein. Ich glaube, Rennen und Gleiten wäre am ehesten was für mich, aber ich wäre auch. Wo wollen wir denn was hier? Wo wollten wir eigentlich hin? Du hattest dir doch das angeguckt von Trant, der hatte ja was empfohlen, weißt du noch, was das war? Ja, ich glaube, wir sind mittlerweile über Trant schon durch. Welche von diesen Kämpfen, welche von den Fähigkeiten, weiß ich nicht mehr. Das wäre mir dann auch zu sehr. Spoiler-Territorium gewesen. Vielleicht ist es irgendwas hiervon. Aber es kann auch sein, dass es schon diese beiden hier sind. Der Konter und einfach der Wirbelwinter. Was würdest du sagen? Prothesenkünste. Was ist das da drunter? Das Blaue da drunter? Entschuldigung, das. Ja. Greifhakenangriff. Schaltet dich mit einem Greifhaken auf einen Feind und nutzt den Schwung für einen rollenden Schwertangriff. Klingt cool. Finde ich eigentlich ganz lustig. Klingt cool. Machen wir. Jetzt haben wir noch zwei, also jetzt müssen wir überlegen, oh, hier wäre ja auch noch was. Nachtschwalben, gewärtige. Einen drehenden Sprungangriff, der die Distanz zum Feind schnell verringert. Das ist wichtig. Das, daran erinnere ich mich. Trant meinte, dass die Moves, die Distanz schnell verringern, dass die wichtig sind, weil man eben, ne, weil man ja schnell hin und her will. Deswegen würde ich fast sagen, den nehmen. Ja, okay. Was ist das? Emmas Medizin? Heilwirkung für eine Hunde. Oh, nicht schlecht. Das sollten wir als nächstes uns holen. Ja. Vielleicht sollten wir vier auf abwarten. Ne? Ja. Cool, wir haben einen Plan. Und dann mache ich jetzt was, was lustig wird, denn wir haben nicht mehr viel Zeit. Ich reise jetzt zu dem Oger und jetzt werden wir dem Oger aufs Maul. Wo war das? Das war nicht im Flashback, es war hier irgendwo. Weißt du es noch? War das doch hier? Nee. Das war noch vor dem Flashback, es war irgendwo hier. Ja, ja, das war vor den Flashbacks auf jeden Fall. Das war. Muss ich dann nicht einfach hier den Weg genau weiterlaufen? Oh Mann, tut mir leid, Leute, aber ich habe den echt den Überblick jetzt voll verloren. Hier lang? Da kamen wir ja her. Dann war ich, ne? Oh, hack, hack. Shit, shit, ja wirklich, hack, hack. Alter. Da war deine Freundin hier getriggert. Ja. Ach, ich bin ja tot. Oh. Na gut. Na gut. Dann machen wir jetzt kurz Pause. Ja, genau. Das ist Werbung. Das wäre ein ganz guter Zeitpunkt. Und danach ist wieder der Nils dran. Und dann ist die Frage, Oger oder nicht Oger. Das werden wir entscheiden. Ihr könnt ja gerne mal, wir machen jetzt ein Vote. Komm, wir machen während der Werbung einfach ein Vote. Oger, ja. Oder Oger, nein. Sind wir stark genug oder nicht? Ich sage ja. Und wir machen ihn platt. Bis gleich nach der Werbung. Tschüss. Jetzt voten. Wir sind zurück und der Nils hat das Pad.
Und jetzt geht's los. Wir haben schon versucht, ein bisschen Au. Regie. Vielleicht könnt ihr mal ein bisschen weniger laut hier im Studio machen. Was ist das denn? Wir haben versucht, uns schon zum Ogre vorzukämpfen. Ja, Hat nicht ganz geklappt bisher, aber jetzt, ne? Ogre legen, ja, 95% sagen ja. Ihr könnt jetzt aber voten. Ich denke an, dass der Vote erst jetzt gestartet ist. Da war noch ein Schurken. Schurkenkumpel. Ogre! So. Habe ich hier doch ganz schön viele Hanselmanns auf einmal wieder an meiner Seite. Das meinte ich vorhin, man triggert die alle und kann eigentlich gar nicht so leicht wie sonst gewohnt zum Miniboss kommen. Man muss sich dann wahrscheinlich zwischendurch verstecken oder irgendwie einfach smarter, stealthiger. Oh ja. Ein paar Keramiksplitter, ist das nicht wunderbar? Und wir haben immer noch keinen Händler gefunden, was schon ein bisschen deprimierend ist, weil wir jedes Mal unser Geld verlieren. Ich meine, hier geht's aber weiter, oder? Oh, das ist ja... Drei das Stück. Ist ja unfassbar. Oh, jetzt haben die mich auch noch gesehen. Kacke, ich wollte doch einen Stealth-Angriff machen. Was wird denn da geschossen? Was macht man noch nicht? Ja, das kann ich mal vergessen. Oh, noch das einer. Das sind Nils, das ist viel zu viel, ja. Mann. Aber was die nicht wissen, viel, Mann, das... Das ist die Mutter. Hier kommt der Ogre, glaube ich. Pass auf, hier ist auch noch so ein Raketen. Hier wurde ich nämlich eben mit einem großen, sehr großen Projektil getroffen. Oh Gott, ich habe voll wenig Health und alles mega dumm. Der Chat sagt, der Händler wäre 20 Meter von uns auf dem hohen Felsen. Da oben? Jetzt, naja, ist natürlich jetzt ein bisschen zeitverzögert, aber schon hier, wo wir gerade sind, scheint er dann auch zu sein. Natürlich jetzt auch nicht die beste Möglichkeit gerade. Während alle nach dir suchen, aber mach's doch mal. Oh, oh, da wird geschossen. Sei nicht irgendwie... Hier oben, ne? Ja, ich würde auch sagen, irgendwie da oben. Wen hält er sich? Alter, Leute. Wen hält? Meine Güte. Ah, okay, also da oben. Das ist der hohe Felsen. Da. Dem? Ja, weiß nicht, Frage ist, wie immer hochkommen, ne? Boah, guck mal da! Ist das der Riesen-Oger? Nee. Nee, der hat aber nur einen großen Hammer. Alter Schwede, ist das ein unangenehmer Zeitgenosse. Das werden ja vor allem irgendwie immer mehr. Im Ernst, du kannst dich auch gerne mit ihm oder ihr oder wer auch immer das ist anlegen. Habe ich auch nichts dagegen. Moment, da bist du ein. Alter, das ist ein unangenehm. Schwall an meinem Rücken gespürt. Lebt sie so noch? Ja, das war ja geil. Die dicke Frau oder was war das? Hast du die gelegt? Aber es war auch kein Miniboss. Nee, also das ist der hohe Felsen. Irgendjemand meinte, wir wären wirklich nur einen Schwung entfernt gewesen, aber das ist, wenn man es nicht weiß, geht Batman auch so. Ich gehe mal jetzt zu diesem hohen Felsen. Der einzige, den, der mir jetzt hier einfällt. Hier. Ja, vielleicht kannst du ihn noch weiter hoch. Vielleicht hat er sich den schlechtesten Shop, die schlechteste Shop-Location ausgedacht. Nee. Hier würde ich runterrutschen. Ja, okay. Da hinten irgendwo. Da. Da ist der Ogre, oder? Der Seite, ne? Da hinten. Ja, ich würde sagen, ja. Aber wir müssen noch häufiger spielen, um uns orientieren. Naja, ich muss hier da einmal rum. An diesem Typen vorbei, an dem du auch vorbei bist. Dann da so hier so links runter. Ja gut, anscheinend können wir eh nur nichts kaufen, was ich... Warum? Was mich auch wundert, ja, aber wenn es so ist, dann ist es. Hat jemand gesagt noch was? Meint jemand im Chat. So. Aber ich wette, man kann irgendwas... Geld kann man immer was kaufen. Also, was wir bisher in Gegenständen bekommen haben, kann man da sicher auch kaufen. So, dann gehe ich da jetzt mal hin und versuche, da hinten sind noch Typen. So,
Da habe ich doch was gesehen. Oh, die kommen wirklich original jetzt zu viert. Da! Da ist was. Das stimmt. Fällt, ja. Ja. Das sieht gut aus. Okay, wie komme ich da jetzt hoch? Und hier? So? Boah, wahrscheinlich nicht, wa? Probier's mal. Oh Mann, ich hab doch. Ja, vielleicht von hier reicht. Alter! Ja, Kanone. Nee. Mist. Nicht so einfach. Hey, 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 hey! Shit. Das bringt ja so nix. Da hinten steht er, ja. Krass. Wend ich runter. Und dann da lang. Komme ich da rüber. Charmed. Dann könnte ich ihn von hinten kriegen. Ne. Das lasse ich. Komm ich da rüber, Simone? Oder verrecke ich? Ne, hier kann ich auch runter. Hier sind wir auch lang, meine ich. Ja. Tot. Ah, okay. Na gut, ich habe gedacht, ich kann da gegen den Baum springen. Ja, das war aber auch jetzt ein bisschen gemein. Ich jetzt auch gedacht. Ich habe gedacht, ich kann da rüber springen. Das müsste eigentlich klappen, ne? Aber ja. Ja. Hat's aber nicht, egal. Was ist das eigentlich für ein Face, was da immer gespammt wird, sobald so ein. Das ist. Was ist dieses Face? Ich kenne die nicht alle. Kein Kappa. Was ist es? Nils. I don't know. Ist der Typ? Das ist der Murmelmann. Der Murmelmann, ja. Okay, hier ist der Stein, ne? Ja. Und da oben ist irgendwie das Zelt auch. Moment, ich gehe erstmal hier. Da. Ganz sicher, dass da nichts kommt? Hier, kann ich hier sterben? Nee, ah, okay. Ich geh mal dahin und versuch's mal von hier. Kann man nicht hier springen? Hast du das mal versucht? Ja, aber ich hab den Doppelsprung nicht geschissen bekommen. Oh Mann, ich hatte außerdem keinen Doppelsprung gemacht. Ja, das ist mir nämlich auch so passiert. Aber wie mache ich dann. Ich meine, den Doppelsprung mache ich ja nicht einfach nur durch zweifaches Drücken. Oder? Hey, wo kommt das denn her? Du bist hier einer! Ich wollte da hochspringen, aber das klappt so nicht. Okay. Au. Es ist wirklich nicht hilfreich, ne? Jetzt muss ich auch schon wieder so wie du, so erst nochmal den. Okay, so, haben sie mich jetzt gesehen? Wissen sie immer noch, wo ich bin? Jetzt muss ich da so rübergehen. Oder von der anderen Seite, guck mal, da rechts ist ein Vorsprung gewesen. Dass sie mich nicht abknallen. Da, man da rechts gucken, da, ne? So darüber, ne? Über die vielleicht, weißt du. Guck mal darüber. Von der anderen Seite dann quasi. Was sagt denn der Chat? Einmal kurz gucken. Simon, ja, ihr müsst mich nicht anfeuern, dass ich ihn finde. Wir haben ihn. Ich glaube, da vorne ist er. Wir wollen nur wissen, wie wir da rüberkommen. Okay. Hier links. Sieht zu weit weg aus. Von hier haben wir es eben probiert. Hier rechts auf diesen Vorsprung. Ich glaube, dass man dahin muss. Hey, guck doch mal, der sieht doch schon so aus. Der Vorsprung hier. Ja, da bin ich auch hochgekommen über die Seite, ne? Genau. Da war ich auch. Und der, du warst schon da oben, genau. Nur. Ja, und dann? Das muss doch hier irgendwo. So, oh. Ah, shit, den Baum habe ich übersehen. Ja, alles gut, klar. Das kann immer passieren. So! Ja, ich kaufe alles, was ihr habt. Sisha-tachi-no-gome-fuku-no-tame-shina-o-utte-oru-mita-tokoro-anta-mo-zui-bun-tokoro-shite-oru-na-goku-yo-shite-iki-na-sare-yo.
Kleiner Tipp für alle, die auf Steam dieses Spiel gekauft haben. Man kann es jetzt schon aktivieren, wenn man VPN benutzt und so tut, als wäre man in Japan, weil es da gerade freigeschaltet wird. Das, kleine Info, habt ihr ein paar Stunden früher schon Action. So, kaufen. Auf jeden Fall Kügelchen, auf jeden Fall. Ich kann Geld kaufen? Ja, interessant. Ich meine, da kann man sein Geld quasi absichern. Gar nicht, stimmt, mal so dumm, ja, ne? Okay, erstmal gucken. Das kriegt man denn für 100? Jetzt weiß man nicht, was da drin ist, ne? Robert Feuerwehr. Feuerwerk von übersüdlichen Meeren kann in der Shinobi-Prothese als Prothesenmodul genutzt werden. Also 500 hätte ich gern. Erzeugt ein unbetäubendes Geräusch, das Tieren Angst macht. Der kleine Robert und sein Vater, okay, geht um Tiere. Kühlchen. Ja. Ist das okay oder soll ich Geld kaufen? Ja. Ach komm, ich kauf Geld, ne? Und dann noch Kügelchen. Ich finde, wir sollten das immer versuchen, so in Checks umzuwandeln. Mhm. Vielleicht haben wir noch was zum Verkaufen, was wir wirklich nicht brauchen. Ich gucke ja nur. Ist 20? Nee, 20 ist. Aber wir brauchen doch jetzt wirklich überhaupt nichts verkaufen. Was willst du denn mit dem Geld kaufen? Ja, zum Beispiel Keramiksplitter. Haben wir 10 von 10. Können wir gar keine mehr nehmen. Ne? Braucht man die? Wollen wir die nicht verkaufen? Handvoll Asche. 10 von 10. Wir haben nicht mal ein Lager im Moment. 10 von 10. Achso, weil es wegen Lager meint. Ja, wir kriegen gut, wir kriegen 10 Mark dafür. Also. Nehme ich mal. 5 davon verkaufen. Dann kann ich mir einmal noch Hügelchen kaufen? Doch nicht. Ach, du, verkaufen. Siehst du? So. Guter Deal. Noch fertig. Gut. Oga ist weiterhin die Aufgabe. Wie machen wir das eigentlich? Also, wenn wir gesundheitlich schon ziemlich angeschlagen sind, ne? Ich hab's jetzt irgendwie ein, zwei Mal nicht gemacht. Aber es ist wichtig, das festzulegen. Ja? Wenn man dann zurück zum Leuchtfeuer geht, um seinen Health wieder aufzufüllen, sozusagen, gilt das sozusagen als. Geben wir dann das Pad ab oder spielen wir dann weiter? Das müssen wir nur einmal festlegen. Sagen wir dann spielt der andere weiter sozusagen. Ah, Moment, Entschuldigung, ich dachte gerade. Mann, ich wollte wieder an einen Kanonentypen ranschleichen. Ja, das war auch fast gut. Und es ging aber nicht. Na, war noch der andere Typ. Na, das Tor ist auch zu. Ich komme da nicht hoch. Jetzt habe ich ja komplett alles getriggert. Jetzt hat er sie alle den ganzen Campus. Alle hinterher. So, jetzt bleibe ich erstmal kurz hier. Das war nicht ein Schuss, ne? Das war okay. Ja, shit. Glaubst du, kann man den killen? Den mit der Kanone? Weil ich ja, klar, du musst nur an den ran, also. Du hast ihn ja schon einmal gekillt. Er stirbt, er blutet. Er hat Angst. Na gut, ist es wirklich so? Ja, klar, du hast das letzte Mal dich halt geil rangeschlichen, dann ist es wahrscheinlich. Aber guck mal, wie komme ich da hoch? Da rechts sind Stufen. Bin ich hier rüber vielleicht? Habe ich hier irgend so einen Geheimgang? Oh. Da liegt noch was. Das machen wir schnell noch. Gachinis Konfekt. Anderes Konfekt, oder? Macht lautlos und unsichtbar. Das heißt, ich könnte eventuell mich auch an den Ogre ranschleichen damit, ne? Mhm. Ja, ich muss kurz was gucken. Wir haben das hier, ne? So. Jetzt würde ich gern Öl mal nehmen. Haben wir doch auch vorhin bekommen, oder nicht? Wo ist denn das Öl? Da. 10. Geil. Kann man bestimmt anzünden, so wie ein Dark Souls. Bloodborne. Wahrscheinlich, ne? Oh Mann, das ist derselbe Baum, an dem du, glaube ich, gescheitert bist. Ich werde nicht von da springen. Ja. Das ist der Todesbaum. Lerne aus meinen Fehlern. Aber es wäre irgendwie geiler, wenn man das hätte machen können. Dann hätte man sich da so geil über den Abgrund schwingen können. Das geht auch sicher. Muss es wahrscheinlich nur noch. Da kann man auch das Seil verlängern noch. Ne? Wie weit man. Ach so, ja, vielleicht, ja. Kann ich mir vorstellen. So. Matteo hat den Ogre angeblich gestern auch erledigt. Was hat er denn noch alles gemacht? Hat außerdem die Weltformel hat er errechnet. Aber hat er auch das gemacht? Was ein langes Rohr der Mann hat. War der nicht hier? Ja, oder? Oder noch hinter der Tür? Nee. Kannst du die aufmachen? Gehen wir jetzt über den Ogre drüber? Dann
Was? Der kommt ja jetzt hier erst. Aber man muss ja auch irgendein. Da hinten der Schrein. Nochmal als schön den Schrein als nächstes. Ah, sehr gut. Das ist sehr gut. Da haben wir was Richtiges gemacht. Können wir hier endlich. Schön. Da vorne, echt, da vorne ist jetzt. Okay. Wollen wir denn irgendwas? Können wir überhaupt irgendwas kaufen? Nein, nein, noch gar nicht. Und jetzt kommt da der Oger, das ist gut. Geisterembleme kaufen. Die kann man also. Okay. Kann man direkt kaufen. Die sind sicher auch eine gute Investition, ne? Hör so da hinten. Den haben wir letztes Mal einfach nicht aktiviert, den Schrein. Gesehen, ja. Zum Schrein. Mega dumm. Da sind sie ja. Krass. Den haben wir schon mal zugehört. Das war diese lustige Nummer. Da konnte er nicht mal sein Schwert ziehen. Na doch. Unehrenhaft, deswegen töte ich ihn nicht richtig. Er hat es nicht verdient. Nein! Also wieder. Wie kann ich nochmal sowas werfen? Oben, ne? Hm? Geil, es ist ja schon getränkt. Das ist ja lustig. Kann ich jetzt auch. Ja, es ist ja so geil. Er konnte noch nichts machen und verbrennt schon direkt. Das ist ja ganz fantastisch. Guck mal. Nimmt er jetzt die ganze Gabe? Kriegt ja, der kriegt konstant Schaden. Doch. Nee, klar, da oben links. Doch. Ja. Doch, hab ich aber gesehen. Jetzt brennt er nicht mehr. Er hat Schaden genommen, aber nicht viel. Ein bisschen. Absch. Eieiei. Ja, aber so geht das doch voll gut. Ah, Dreieck hätte ich jetzt machen müssen, ey. Alter. Ein fucking Dropkick. Ne? Einfach ein Dropkick. Nein, falsch. Tritt. Darf ich wiederbeleben? Wie waren die Regeln? Ich will wiederbeleben. I want it. I want to break free. Da hätte ich jetzt wieder Dreieck machen müssen, ne? Kick. Shit, ich habe gar keine. Ich kann das nicht mal machen. Okay, aber das hast du gut unterlaufen irgendwie. Alter, das ist fucking Wrestler! Ne? Das ist irgendwie Macho Man Randy Savage. Alter, hat er mich wieder genoddelt. Genudelt. Das war Macho Man. Auf den Boden gequaddelt. Jetzt musst du aber den auch töten. Wieso auch? Du hast dich doch gar nicht getötet. Nein, ich meine, du musst ihn jetzt töten. Nicht Dreieck, sondern L2 bei dem Zeichen, okay. So, warte mal jetzt. L2. L2? Okay. Also. Die Dinger, warte mal, das nervt mich jetzt. Das. Was ist das nochmal? Löschpuder. Okay. Kannst du Öl kaufen? Weil das hat sehr gut funktioniert. Du brauchst dann aber auch natürlich die. Ich habe ja Öl jetzt perfekt. Hier. Das kriege ich nach oben. Und die Attacke ist über R2. Ach, ich habe vergessen, mich zu heilen. Ja, danke, Chat. R2 ist die Attacke, ne? Ja. Muss aber auch relativ nah sein. Hast du ja gesehen. Ist nicht so. Nicht wirklich aus der Entfernung. Okay. Block ihn doch einfach mal. Oh, oder so. Arbeite an seiner Deckung. So, macht er schon fiese Matenten da oben. So, nach oben ist Urne und dann anzünden, okay. Geil. Brenno. Ah ja, gut. Da musst du Kreis drücken dann. Oh, jetzt wäre genau, jetzt wäre L2 gewesen. Vorsicht, du brauchst das Öl vorher. Ah, ne. Du brauchst das Öl vorher. Gut. Jetzt hast du ihn fast. Weiter so. Ah. Schießen.
Er kann nicht mehr. Du hast keine mehr. Ah. Scheiße, ich habe kein Feuer mehr. Jetzt aber nicht schlimm, er hat kaum Energie. Den einen ziehst du ihm ab. Wenn du einfach nur geschickt bist jetzt. Ja, der Finisher. Da, mach ihn. Einen hast du. Ja, aber das ist halt trotzdem zu wenig. Ja, aber man, du hast volle Energie, du hast noch Energie, du hast noch. Mit Öl hilft dir nicht mehr. Okay, oh, wobei aber auch ein Schlag ausreicht meistens. Oh nee! Alter. Gut, zum Glück hat es nichts abgezogen. Dieser Wrestling-Kram. Das kann ich doch keine ernst nehmen. Ja. Autsch. Falsch. Ah, Alter! Oh! Der hat mich in den Abgrund gekickt! Der ultimative Dropkick. Alter Schwede. Alter. Na gut. Alter, ey, der hat da ein bisschen gedroppt. Er kickte den Drop. Der hat mich original den Felsen runtergekickt mit seinem Fuß. Da hat er auch danach hat er irgendwem High Five gegeben. Fantastisch. Das war ein gutes Ding von ihm. Das war lustig. Boah. Aber der Fight ist irgendwie ganz spaßig. Und ran an den Uge! Okay. Ach komm! Dass das auch immer anfängt direkt. Das ist er schon. Greif und Krapsch. Er findet das nicht okay. Nein! Alter, er hat ja die geilsten, die allergeilsten Moves. Ich habe L2 gedrückt, hat nichts gemacht. Oh, der Dropkick ist mein Lieblingsmove aller Zeiten. Shit. Fick dich. Fick dich, mein Freund. Und? Mach doch mal was. Okay, das hat nichts gebracht. Oh, okay. Also, kann ich denn? Bin ich rein? Oh, okay. Jetzt die Frage ist somit beantwortet. Zipfelmon. Ja. Ey, oh. Was willst denn du jetzt hier? Einfach auch noch. Oh, der Dropkick. Oh, und das war fast genauso schön, weil du hast ihn so ins Gesicht springen sehen. Ja, ich wollte eigentlich mal was probieren, aber es hat überhaupt nicht geklappt. Ich weiß es nicht. Ich raff nicht ganz, wie man ausweicht. Und wenn er einen trotzdem kriegt, ne, oder muss man im richtigen Moment dann einfach ausweichen, um hundertprozentig auszuweichen? Weil, wenn du nach hinten ausweichst zum Beispiel, dann erwischt er dich ja trotzdem. Nach links und rechts habe ich das Gefühl, erwischt er dich trotzdem. Also ist es eine Timing-Sache? Kriegen Glocken. Gar nicht. Autsch.
Siehst du, jetzt zum Beispiel rennst du da? Das ist kein Ausweichen, ne? Du rennst. Was? Entschuldigung, ich bin gerade. Nee, dann mach du mal. Ich will dich jetzt auch nicht. Jetzt kommt Finish. Kann man zum Beispiel. Das Grapschen kann man nicht parieren, aber die anderen Sachen, kannst du das parieren zum Beispiel? Das sind so, das wollte ich ausprobieren. Hätte ich gern gewusst. Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Die Henne, shit. Autsch. Ah, falsche Richtung. Shit. Jetzt hast du ihn gar noch rechtzeitig gestunt. Ja, gut. Siehst du? Gar kein Problem. Geil, wir haben eine Gebetsperle. Und ein neuen Rang. Shinobi Medizin Rang 1. Sehr schön. Ogi. Alles war es aber nur ausweichen. Aber jetzt sag doch mal, hast du Kreis gedrückt oder bist du gerannt? Weil nee, Kreis. Nicht erkennen. Ich habe Kreis gedrückt. Ich bin. Einmal oder zweimal? Nee, einmal so, wenn er seinen Move gemacht hat, habe ich einmal zack so gemacht. Zack. Irgendwie bei mir habe ich dann trotzdem einen abbekommen. Ne? Das ist das, was ich nicht ganz drauf habe. So, dadurch, dass der Ogre weg ist und jetzt hier nur zwei Typen sind, gehe ich natürlich hier rauf. Ja, weil der Ogre ist dann ja weg. Bleibt ja weg. Genau, aber und wir haben ja noch nichts erreicht. Shit, wo bin ich jetzt? Hier hoch, oder? Aber da muss ich jetzt außen rum irgendwie. Kannst oben nochmal Quadrat drücken, dann hält er sich fest. Ja, warte mal. Da hinten ist noch ein Item. Da waren wir noch nicht. Da unten. Ich wollte jetzt gerne mal auf das Ding rauf. Auf mein... Da oben. So. Ah ja. So. Ich finde aber trotzdem, wir sollten eine Lösung finden. Wie wir das grundsätzlich machen mit dem Rasten. Ob wir sagen, dass man darf innerhalb einer halben Stunde so oft rasten, wie man will, oder sagen wir einmal rasten, das quasi abgeben, weil man, weißt du, was ich meine? Das könnten wir vielleicht mal... Ja. Naja, keine Ahnung, wir hätten halt, wir könnten auch einfach sagen, jeder darf 20 Minuten spielen, ne? Also auch. Dann machen wir es halt immer 20 Minuten. Können wir auch. Oh, komm mit mir. Also ich habe das Gefühl, dass ich bei allen Dingen, wo es dann, wo man dann durch minimale Änderungen des Spiels der Spielmechanik, sag ich mal, sich anpassen kann an diese Regeländerungen. Da verliere ich immer gegen dich. Insofern möchte ich das lieber nicht machen. Naja, egal wie wir es jetzt drehen und wenden, am Ende verliere ich dadurch. Aber ich also lass uns einfach auf eine feste Art, nämlich auf eine feste Zeit machen, weil ansonsten führen wir diese Diskussion nämlich immer. Okay, deswegen frage ich ja schon zum zweiten Mal. Lass es gerne so machen, wie du sagst. Gesagt, 20 Minuten ist auch cool mit mir. Lass uns sagen, wir machen 20 Minuten und der Rest bleibt. Also, und innerhalb dieser 20 Minuten darf man aber auch zurück zum Feuer, oder wie? Wie hättest du es gern? Also hey, ich bin im Ernst, die Bedingungen sind mir auch wurscht. Ich will nur, dass wir irgendwas haben. Mir geht es darum, dass wir ungefähr gleich viel spielen können. Ja, genau. Und dass sich nicht der eine vielleicht hektischere, schnellere, aggressivere an den defensiveren, langsameren Spielstil anpassen muss, sondern dass man irgendwo einen Weg findet, dass jeder seinen Spielstil haben kann. Und eben nicht der gewinnt, der am Ende am vorsichtigsten spielt, weil ich spiele so nicht. Ja, also bin ich voll cool mit, also 20 Minuten, aber innerhalb dieser Zeit darf man zum Buddha gehen, oder wie habe ich das jetzt verstanden? Ja. Wir können das so festlegen, mir ist das wirklich cool. Warte, wenn du willst, klar, wenn du jetzt eine, wenn gut. Ich jetzt Bock habe, einfach 20 Minuten lang. Oh, da hältst du den auch. Ja. Wenn ich jetzt Bock habe, 20 Minuten, weiß ich nicht, Skills aufzuleveln, mach ich's halt, ne, aber mich, es ist halt, ich glaube, der Punkt ist, dass wir immer bei einem Endgegner halt, da haben wir halt so ein bisschen die Tradition, dass wir uns immer abwechseln. Ne?
Ja, das, aber da bist du ja dann eh tot. Also dann bist du ja, dann ist ja Wechsel, oder? Das finde ich gut. Wir, oder? Ja, aber das ist ja genau der Punkt, ob man. Also 20 Minuten oder tot, weil dann wird sich ja nie jemand vor den 20 Minuten an einen Miniboss wagen. Ach so, meinst du? Ich weiß, wie wir denken, Nils. Ich weiß, wie du denkst, ich weiß, wie ich denke. Ich weiß, dass wir dann permanent alles so manipulieren, dass wir Maximum rausholen. Und das ist doch Quatsch. Ich würde es gerne. Was soll ich sagen? Ich biete es ja auch nur an, ne? Ja, ich bin eigentlich echt dafür. Ach, Chat, alles. Das ist so gemein, wie der Chat jetzt wieder mich nimmt, als was habe ich denn gemacht? Simon hat null Bock zusammenzuspielen. Ich spiele doch mit dir zusammen, oder Nils? Nein, alles gut. Sag doch auch mal was. Nee, ist doch alles wunderbar. Warum? Nein, was habe ich denn gemacht? Du hast so eine Diskussion angefangen. Ich wollte jetzt nur. Jetzt muss ich hier wieder diskutieren. Jetzt fickt euch doch alle. Was denn hier? Dann macht halt so, wie ihr wollt. Ich guck drauf, weißt du, du bringst das Thema an, ich sag dir, wie ich es mir vorstelle, und gehatet werde ich. Nein, du bist doch alles wunderbar. Das ist jetzt. Was ist hier los? Das ist ja nur eine Frage, wie wir das machen wollen. Jetzt lauf. Nicht die Hände waschen. Bitte dann auch nicht die Hände waschen. Okay. So, da hinten ist ein. Das habe ich gesehen. Hier ist so ein Farn, der da wächst. Oh. Alter. Ah. Hau ihn! Jetzt ist aber mal Feierabend. Okay. Okay. Schleiche ich mich hier mal das Fahren? Mal gucken wir mal an, was es hier so gibt. Also, da unten ist, sind ein, zwei Leute erstmal außen rum. Okay, erstmal hier am Fahren lang. Dann hole ich mit denen da. Und dann einmal außen rum. Abwählen. Da ist einer und hier drin im Haus oder was? Ah, pass auf. Oh. Es gibt doch gar keinen Streit. Sag mal, man hört mich gar nicht, Nils. Alter, Gott. Jetzt einfach. Dammit. An unserer Stelle sich streitet, was die sinnvollste Variante ist. Und ich sage jetzt nichts mehr, mir ist das jetzt egal. Hier kriegt man immer nur auf den Sack, ne? Man ist hier nur schön der Prügelknabe und der Vollidiot für den Chat. Hoffentlich zahlt er wenigstens dafür. Ab und zu mal ein bisschen Supporters Club, dann dürft ihr hier auch rumhaten. So. Ja, dann sag's doch jemand. Der sich dann traut, wird bestraft, weil er abgeben muss. Das ist doch scheiße. Das ist doch kein ehrenvolles Samurai-Leben. Oh, er ist ja ein ganz schön krasser Samurai. Oh, okay, er ist hart. Samurai! Uchimura! Achso, wie gehen eigentlich die ganzen Wirbelangriffe nochmal? L1 und ja. R1. So, erstmal hier erstmal das Geld klar machen. Ach, diese. So. Das ist. Okay. Ein Kügelchen? Ja. Nimm doch mal ein Kügelchen. Okay, so. Wo sind denn hier noch Feinde? Ihr meint, ich war. Da unten ist einer, genau. Da ist noch einer. Und. Da ist noch einer. Ich gehe erstmal hier links außen rum. Und versuche die erstmal alle hier zu flankieren. Und als letztes kommt der in der Mitte. Weil da gucken ja wahrscheinlich alle drauf. Hier ist noch einer jetzt. Ist sie nicht. Egal. Wenn wir schnell Quadrat drücken können. Hä? Warte mal. Hatte ich nicht einen übersehen? Bin ich doof? What the fuck? Was war das denn? Also das ist wieder in so einem. Okay. Jetzt kommt der auch schon wieder angenuggelt. Er nähert sich.
vorher Alarm gemacht. Ja. Oh, ach so, ich dachte, das wäre ein Projektil. Okay. Drück mal Quadrat. Du lässt Quadrat? Mal das Geld liegen. Ach so, ja. Oder und die Kohle. So, General Jensen. Okay. Wo ist er? Hä? Der war doch hier in der Mitte. Keine Ahnung, der hatte ich jetzt scheinbar, hatte ich aus dem Augen verloren. Der General? Was ist denn das? Was ist denn da los? Was ist denn da los? Wo bist du denn? Das wäre wirklich sehr dumm von ihm. Und schon ist einer weg. Ah, aber der war nicht schlecht. Der ist ganz schön hart. Ach so. Ja, okay. Der ist hart. Aber ich halte ihn fast. Immerhin habe ich ihn ein bisschen geärgert. Aber so. Du kannst jetzt mal in den Chat gucken und eruieren, was jetzt die Regeln sind. Ich habe jetzt echt keine Ahnung. Falsche Richtung? Falsche Richtung? Weiß gar nicht. Kann man das aufmachen eigentlich? Nee, da kommt man eh drüber hinweg, ist ja egal. Was? Das ist ein Freund. なるほど。 Ey, ist das der Typ, der vor diesem Haus stand und uns gesagt hat, dass diese Pagode einen Schatz beherbergt? Der Dieb oder was? Ja, sagt er doch gerade, er war ein Dieb. Ach, weil, stimmt, weil es ein Flashback ist. Ja. Ja, das kann sein. Stimmt, ja. Okay. Das kaufen wir uns. Haben wir das? Ja, komm her.平田の屋敷に押し入りやした。平田はご存知の通り、芦名の分家。陳家の野党なんざ普通は返り討ちです。けど、先立っての戦の折だ。若い侍はほとんど出払ってたんです。そこを狙って押し入りやして、そんで火をつけ奪った。その最中でさ、旦那と会ったのは。 旦那は何かを探してた。そんな風に見えやしたね。あっしが知ってるのはそんなもんでさ。そうか。ああ。あの世もちょうどそんな顔してやした。今も何かをお探しで？ねえ、旦那。お題さえいただけりゃ。 他にも知りたいことをお教えできるかもしれません。ぜひ情報を買ってください。Kann man noch mehr kaufen?
Ich weiß nicht, ob ich das so sehr ehrenvoll finde, dass er einfach wie so ein kleiner Gangster hier Geld will für Infos. Ah, was ist denn das? Das ist der Zwerg. Guck mal, das ist die Emma und der Junge, den wir beschützen müssen. Genau, geil von oben, nee, natürlich nicht. So, wir machen das jetzt so. Wir spielen 20 Minuten, jeder spielt 20 Minuten, egal ob du stirbst oder nicht. Wenn Bosskampf kommt, wechseln wir uns ab. Also wenn man stirbt, wechseln wir uns ab. Mhm. Aber wenn das innerhalb des 20 Minuten Slots ist, dann spielt danach der weiter, der dran ist. Ach shit, ich wollte gerne. Ja. Okay, ich glaube, ich habe es richtig verstanden, so wie du es gesagt hast. Ey, I don't care. Es ist mir langsam wirklich egal. Ich kriege eh immer Hate für alles, was ich sage. Ey, ist das okay? Nein, das ist egal, wie ich sage. Wir machen es gerne so. Ich bin voll cool damit. Ja. Ich habe keinerlei Bedingungen mehr. Okay, also jeder spielt hier meine Stunden. Jeder spielt 20 Minuten. Okay. Und wenn du meinetwegen schon 10 Minuten spielst, kommst an Boss und stirbst. Dann bin ich dran mit dem Boss. Wenn ich ihn kriege, ach fuck, dann bist du danach noch die restliche Zeit wieder dran, bis Wechsel ist regulär. Um zu verhindern, dass einer 20 Minuten spielt, dann kommen wir an den Boss, der andere stirbt und dann ist er wieder 20 Minuten dran. Ja, nach 20 Minuten an sich, dann ein Boss wäre ja geil, wenn das so vom Timing passt. Ja. Dann, man will ja eigentlich am Ende noch mal einen Boss haben, ne? Man will es ja gerne noch mal versuchen. Ja. Wiederbeleben ist meiner Ansicht nach übrigens, kannst du gerne so viel machen, wie du willst, weil ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen Teil des Spiels auch. So, jetzt erstmal warten. So wie Trant es gesagt hat, wenn man irgendwo hohes Gras findet oder so, einfach mal reingehen. Ja. Einfach mal reingehen. Da kommt er schon. Da kommt er schon. Kleiner Mann. Okay, das dauert echt lang. Dreh dich doch um da hinten. Ich hab gehört, da hinten ist was. Ein Schwert. In dir. Ein bisschen wie Sex. Für ihn. Was? Nee? Oh. Hey, Oh, der hat die besseren Waffen. Argumente, ja. Ja. Ah, der, nein, der Glockenmann. Nein, der Glockenmann und der Zwei-Punkte-Mann. Das geht schnell hier. Zwei-Punkte-General. Jetzt hau ich aber erstmal ab. Ich glaube nämlich, du hast den ja eben auch verloren sozusagen. Er hat dich aus den Augen verloren, oder? Ja. Ja, irgendwie geht das wahrscheinlich. Ja, ich glaube, hier geht's schon. Die kommen ja hier nicht hoch. Ach ja. Steht da. Oh. Krass, ne? Siehst du das, was da rechts steht? Ist das ein Tier oder ist das. Das ist der Typ mit der Glocke, oder nicht? Nee, ich meine rechts da auf der Mauer. Das ist kein Gegner, oder? Das ist irgendeine Ratte. Kann auch so ein Fasan sein oder was. Aber da oben war ja auch dieser Typ mit dieser, der Petze. Ich nenne ihn die Petze. Der war da oben auch. Der muss erstmal platt gemacht werden, die Petze. Ey, ich muss erstmal irgendwie diesen Alarm loswerden. Ja, das ist ja durch Petze da oben, macht den doch. Ja, ich. So. Bin ja dabei. Also. Ich dachte, das ist der Glockentyp. Der Petzenmann. Sieht aber, hat dieses Schilfkostüm sieht echt aus wie so ein Rabe. Okay, so. Beute. Ist das da? Dieses Dreieck ist nicht der Oberbösewicht.
Der schießt, okay, den will ich mir auch schnappen, da, siehst du ihn? Ja, ja. Drei Stück noch. Aber eigentlich würde ich jetzt erstmal, so wie du, den General von hinten erwischen. Das war ganz Ja, aber ich hatte, glaube ich, keinen Alarm ausgelöst, ne? Ja, ich hätte erstmal alle platt gemacht und dann habe ich ihn gesucht und dann stand er da auf einmal und dann habe ich ihm einen von hinten gegeben. Ich probiere das auch mal. Was ist das denn für ein Move? Warum hat er denn jetzt schnell... Oh Gott, ich krieg hier voll... Oh Gott, unfassbar! Ja, man muss echt aufpassen, verdammt. True, true. Bisschen Wasser gluggern und wieder verstecken. Pff. Keine Kügelchen mehr. Das war so mäßig. Hab immerhin einen gekillt, ne, aber... Achso, okay, läuft doch. Ändert ihr zwei? Ach, die sind ja beide da. Ah. Naja, na. Guck mal, du kannst jetzt auch, du bist ja noch dran, du kannst dir jetzt alternativ dich auch zum Lagerfeuer beamen, wollte ich damit sagen. Oh, du meinst, um die Dinger zu retten, ne, die wir bisher ja. Ja, alles cool, aber ich muss jetzt mal ein bisschen üben, ey. Und hier ist gerade ganz gut. Dieses, ne, siehste, ich mach's irgendwie falsch. Ich weich aus und irgendwie kriege ich ihn dann doch. Kann ich nochmal aufstehen oder wie ist das jetzt? Ja, ja. Du bist jetzt nur innerhalb einer Minute. Okay, also wenn du gleich kann ich aufstehen. Okay, genau. Gut. Und aber mache ich damit nicht schwieriger für uns? Inwiefern ist denn dieses Wiederaufstehen jetzt? Das meinte ich. Negativ. Wir wissen es immer noch nicht. Ich habe es nicht hundertprozentig gecheckt. Ich muss mir das mal durchlesen oder so. Ich gehe mal ins Forum hier nach der Sendung. Ist das nicht Spoiler? Auf rocketbeans.tv. Nee, ich will ja nur wissen, wie die Mechanik funktioniert. Ich will überhaupt nichts anderes wissen. Ich will nur, dass ich. Das Ding ist, wir spielen halt nur hier auf Sendung. Das ist so unser Gentleman's Agreement, dass wir nicht keiner von uns hier irgendwie alleine übt oder so oder alleine vorspielt. Und deswegen kann man sich auch teilweise mal nicht in Ruhe die Sachen einfach mal angucken, wie man das zu Hause machen würde, weil man irgendwie das Gefühl hat. Die Zeit ist noch nicht da. Deswegen würde ich mir das würde ich gerne mal einmal richtig checken, was der Malus ist. Ich glaube, diese dumme Krankheit breitet sich weiter aus. Das hatte ich von dem Chat gelesen. Aber die breitet sich, glaube ich, auch aus, wenn man. Ja, aber das ist halt, breitet sie halt irgendwie doller aus. Aber ich weiß nicht genau, was dann das wiederum an negativen Effekten hat, wenn sich die Krankheit weiter ausbreitet. Guck mal, wie er nichts weiß. Wie er nichts ahnt. Nichts ahnend steht er da. Das ist die feigste Nummer. Nein, das ist genauso gedacht. Deswegen hat er ja zwei, damit du ihm einen so nehmen kannst. Ja, aber was er nicht weiß, ist, ich bin sehr feige. Ich mache dasselbe einfach nochmal. Dafür hast du mich vorhin ganz schön angemeckert, als ich das bei dem anderen probiert habe. Weißt du es noch? Okay, nee. Also ich, okay, dann mach ich nicht. Ehren Simon. Der mit dem langen Stab, ja, wo ich genau halt wieder zurück ins Schilf wollte, da hast du mich angemeckert. Wie ich gerade sagte, dann macht das der Ehrenmon halt nicht. Der Ehrenmon. Besser. Dann werde ich jetzt mach das. Nein, mach's ja ruhig. Aber ich was, wie du jetzt damit kommst. Ja, das ist, ich find's total verlustig, dass du mich anleckerst und genau das so, gleiche machst. Mach mal jetzt hier. Ah! Der hat auch diesen Rundumschlag, den wir haben. Ja, das war nice. Ich kann nach hinten, ist Quatsch. Nach hinten ausweichen, funktioniert nicht. Er hat wieder beide roten übrigens. Du bist zu weit abgehauen. Ach nee, das ist ja krass. Du hast ihn die wieder abgetriggert und deswegen hat er die wiederbekommen. Das ist gut zu wissen. Ja. Dann mach lieber jetzt ein Secret wieder. Dann kannst du ihn ja nochmal jetzt abhauen und in Ruhe. Aber kurz verstanden. Soll ich dann nicht einfach zurück? Und one for the team und einfach mal ein bisschen jetzt die Punkte für uns heimholen? Ey, wir geht innerhalb deiner 20 Minuten klar. Naja, ich werde den jetzt nicht mehr hier erledigen. Hat der eine Schusswaffe? Ich hoffe nicht. Nein, hoffe nicht. Der dich ja. Ach, muss ich auch verarscht vorkommen, wie wir einfach auf dem Baum. Wir können jederzeit einfach abhauen. Er kann nichts dagegen tun. Na gut, das war dumm. Das klappt nicht. Ja, komm, dann gehe ich zurück. Benutze ich das Ding hier. Muss ich dann aber die Schnellobjekte. Also, achso, kostet das was, diese Figur? Nee, nach oben musst du drücken, um die zu nutzen. Bitteschön. Aber du bist noch dran.
Ach so, das war ja die Regel. Okay. It's still your fight, my friend. It's still your fight. Boah, ist das schwierig, ey. Aber was zum Beispiel das jetzt, ne? Ah, das ist irgendwie geil, dass die so heftig sind, aber es ist auch, es zieht einen schon runter. Was meinst du? Was ist so geil? Haben wir jetzt, also es gibt ja bei, also es ist jetzt wie so ein Heimkehrerknochen, wir haben jetzt nichts verloren dadurch, ne? Wir werden es mal gleich sehen, da, nö. Nö, ne? Schau. Ja, nichts verloren. Hack. Jetzt hat er richtig Schiss. Au. Oh, war das gekontert? Also war das geblockt? Das war jetzt, genau, das ja, war L1, cool. R1. Ja. Sehr gut. Okay, ich gehe mal direkt jetzt zu dem Typen, ne? Er denkt dran, dass er seine Entourage dabei hat, ne? Entourage? Ich glaube, es ist schon so gedacht, dass man die vorher alle, ja. Macht, ja. Okay. Okay, dann komm, mach mal deinen Angriff. Ich will jetzt mal. Das ist so ein. Will ich jetzt mal kontern. Kannst, ne? Ja. 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 Oh, geil! Jetzt hätte ich ihn. Okay. Oh, okay, das war nice. Ja. Okay, geil. Das muss man sich mal merken, ja. Okay. Das heißt, immer wenn man. Also, es wird quasi immer angezeigt, wenn man es auch kontern kann, sozusagen. Jetzt, also, nur so ein japanisches Schriftzeichen kommt nur, wenn man auch. Nee, ich glaube, das heißt einfach nur Gefahr. Aber das weiß ich auch nur von Trans kurzem Video. Okay, gut. Man sollte hier eigentlich Trant hinsetzen. Das hätten wir auch, wenn er wollte. So. Der erste ist jetzt im Gras da wieder. Das ist die Herausforderung, nicht die ungeduldig zu werden jetzt. Nur weil wir es jetzt zum dritten Mal machen, muss man trotzdem. Aber man sieht ja auch, wann sie einen erwischen, ne? Also wann sie einen sehen. Er hier muss auf jeden Fall. Ja. Da kann ich mich ranschleichen. Der sieht mich doch, der sieht mich nein, nicht. Nein, das sieht mich nicht. Vollidiot. Dem haben wir damals noch die Augentransplantation bezahlt. Jetzt sind da sind zwei oder so hinter dem. Au. Oh, nee, der Topfklopper. Ja. Dann gehe ich jetzt erstmal zu dem, oder? Topfklopper. Ich kann dir ja auch in 4 Minuten einfach abgeben. Dann machst du schnell den Endgegnerkampf. Und wir haben eigentlich nichts verloren dann. Das wäre gutes Teamplay. Ist alles okay. Machen wir so. Aber du wirst in 4 Minuten auch nochmal einen Endboss hier machen können, auf jeden Fall. Okay, ja. Ich werde einen Kampf vielleicht starten können, ja. Oh, nee, das sind mir dann doch ein bisschen zu viele. Komm, mach mal hier, mal ein bisschen mehr Platz. Spring runter! Der wollte vor allem gar nicht runterspringen, nur seine Wegfindungsroutine hat ihn runter. Das. Ja, sehr gut. Das erzählt er den anderen, ne, in Wirklichkeit. Ja. War es ganz anders. Au. Alter, der ist gar nicht mal. Der hat ein paar schnelle Kombos. Fliegt die Seele hinterher. Mich würde mal interessieren, wie das so für die Zuschauer ist. Wir haben jetzt ja eigentlich nur Souls-Spiele gespielt, die schon älter waren, die die meisten Leute schon mal irgendwie gesehen hatten. Und dann so, da ist ja dieses Gefühl, okay, ich sehe was ich schon kenne und kann anderen Leuten dabei zugucken, wie sie dieselben Qualen durchleiden wie man selbst. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Teil, seit man es gerne guckt. Und hierbei das fehlt hier ja ein bisschen. Genau, und das fehlt halt hier komplett. Und mich würde gerne mal von euch interessieren, liebe Zuschauer, ob ihr denkt, okay, ich will Sekiro eher alleine spielen, guckt deswegen gar nicht, dann würdet ihr das hier gar nicht mitkriegen. Oder ob euch das genauso viel Spaß macht wie die anderen Souls-Teile, oder ob ihr eben sagt, so, ey, für mich war der Spaß, auch zwei Noobs dabei zuzugucken, wie sie auf die Fresse kriegen, in einem Spiel, was ich auch schon durchlitten habe. Dieses perverse Zugucken wollen, wie jemand leidet, ist ein großer Ansporn, glaube ich, für viele. Hier ist es aber so, dass Leute ja auch wissen, es ist schwer und vielleicht auch schon weiter sind als wir. Und deswegen glaube ich, dass viele schon. Alter! Na gut, komm, jetzt mache ich so. Kann ich da eigentlich was mit anfangen? Nein. Oh, hast du gesehen? Nee, jetzt habe ich kurz mal die Chat-Antwort. Hat voll gehauen gerade. Die Chat-Antwort abgewartet, aber. Hast du gesehen? Oh ja, nice. Aber er hat ihn diesmal abge. Ja, aber das war. Vorsicht! Ey, guck, ich mache schon wieder dasselbe nach hinten. Mhm. Wie kann ich es anders machen? Nach zur rechts, Seite. Meinst du, ne? Aber nach rechts, zur Seite, okay. Das ist tatsächlich ein bisschen Bloodborne dann, ne? Oh, okay. Diesmal habe ich es zur Seite versucht.
Ja. No. Ach so, ja. Okay, ja, aber du hast ja noch. Das wird schwer, aber. Geht schnell. Huch. Ja, blocken. In meinem Kopf blocke ich, ne? Aber vielleicht nicht schnell genug oder nicht vom Timing, einfach nicht passend genug. Ich weiß es nicht. Es ist noch ein Spiel mit Rätseln für mich. Oh Gott, jetzt sind wir schon wieder hier. Ich hab vergessen, wie weit. Ja, muss immer den ganzen Weg. Aber der ist ja eigentlich. Ja. Sind halt nur 8 Gegner auf dem Weg. Ja, jetzt wäre gut, genau. Ja. Man muss das Blocken auch üben. Rechtzeitig. Kann ich eigentlich. Gerade kam nicht von da. Guck mal, da ist noch so ein. Das probiere ich mal. Ah, Quatsch. Mit beiden Beinen voran. Why not? So. Au, hallo. Wollte ich jetzt aber nicht, meine Freunde. Mann, du kannst mich gar nicht gesehen haben, weil ich viel zu krass bin. Aber es war definitiv die richtige Wahl, gleich die Kopfschlägerin zu killen. Die sind alle ein bisschen weniger aufmerksam. Das ist hier Shinobi General, siehst du? So. Guck mal, da ist El Generale. Jetzt ist hier wieder Ruhe. Das kann ich mir hoffentlich irgendwie peu à peu holen. Guck mal nach oben. Ich jetzt auch. So nach oben. Oh, jemand im Chat meinte, wir haben noch einen Kürbissamen. Das halt vom Oger, ne? Das kann sein. Und das ist natürlich gut. Wir haben ja im Moment 2 Schlücke. Ja, das ist. Mit der dritten würde man so langsam wieder ein bisschen an Dark Souls-eske Zeiten rankommen, wo man auch mal einen kassieren kann, ohne sich gleich schlecht zu fühlen. Ja. Den kriegst du auch noch, den ersten, ne? Den mit der Waffe. Da sind 2. Aber, oh, da sind 2. Jetzt haben sie dich. Irgendwas hatte ich gesehen. Ja, aber ich bin noch rechtzeitig weggekommen. Warte mal, meinst du, ich kann. Eine Frage, Nils. Willst du Pause machen? Wir machen kurz Werbung, auch Pause, denn eigentlich ist Werbung. Und dann hast du deine 20 Minuten und dann geht's. Denn ich glaube, wir werden den Endkampf sehen. Kannst mal richtig schön in den Endgegnerkampf investieren. Dam, 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 dam. Ja, okay, machen wir ein bisschen Werbung. Ja? Machen wir so. Ja, okay. Okay. Danach der Nils und der Endgegner in trauter Zweisamkeit. Wir werden sehen, wer die Segel streicht. Er streicht die Segel. Er streicht sie. Ein Schwerstreich genügt. Bis gleich. Kaboom of Love ist das Motto dieses Knallhart durchgenommen. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei Sekiro live auf Rocket Beans TV. Heute live, gestern live, morgen live, den ganzen Tag ist hier Sekiro-Zeit. Moment, 3 Bosse gelegt? Moment, wir haben 3 von diesen Samen, aber nur, nee, 2 Bosse, 2 richtige Bosse gelegt, plus ein Tutorial-Boss. Und hier ist, glaube ich, der nächste schon. Schön.
So. Jetzt hole ich mir die mal einzeln. Da. Da lungern sie alle. Guck mal. Ah! Wurfstände. Das ist irgendwie ganz geil, wie das Geld so angeschlawinert kommt. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo der Hanselmann. Kann ich auch anzünden. So, wo ist er denn jetzt, Simon? Da unten versteckt er sich. Jetzt läuft er, glaube ich, einmal wieder links rum, dann läuft er wieder rechts und mehr macht er eigentlich nicht. Aber es ist nur noch der Boss, ne? Sehe ich das richtig? Oder? Na, es kann schon sein, dass irgendwo noch einer rumsteht. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Da ist der Boss. Sehr genau. Ah, ah, da dreht er sich um. Da habe ich doch was gehört. Wo der Wind gewesen sein. Moment, da gucke ich nochmal. Wollt dann Kiesel runter. Ich glaube, der hängt fest. Der hängt in irgendeinem Bewegungsmuster fest. Das hat ihm den Arsch gerettet. Ja, ich will jetzt zumindest einmal dieses, das macht keinen Sinn so. Ich will den einen, will ich sneaky haben. Habe ich ja quasi doppelt Schwierigkeitsgrad, das macht ja gar keinen Sinn. Oh, wie dumm war das denn? Aber guck mal, hier gibt's noch keinen, hier gibt's auch keinen Scheiß. Was ist das denn hier? Göttliches Konfetti. Das Papier wird in einer Zeremonie mit Urkannung hergestellt, wie die ne, segnet das auch. Gegner vom Typ Erscheinung anzugreifen. Was ist das hier für ein. Hast du es gehört, ne? Ja. Scheint wichtig zu sein irgendwann. Kehrt um, wenn ihr leben wollt. Kopflose können nicht enthauptet werden. Unsere Schwerter und Lanzen sind nutzlos. Hat das vielleicht ein Zusammenhang, dass wir gerade dieses Ding gefunden haben? Denke auch. Da besteht ein Zusammenhang. Hat er sich jetzt wieder beruhigt, der Herr? Der feine Herr? Ist er vielleicht wieder da oben, ne? Vielleicht steht er jetzt hier oben, das wäre ganz günstig. Hm, finde ich ihn ganz gut. Nee. Hä? Da, da hinten. Jetzt hat er aber wieder seinen normalen Wegfahrt. Genau. Kannst du einfach abwarten und dann. So. Nur noch für beide, mein Freund. Das sieht echt nicht gut aus, ne? Wenn man da mal so durch die Items guckt. Aber hier, die Axt, nicht, dass du die jetzt benutzen sollst, aber die hat schon hier und da was gebracht. Gerade weil sie seinen krassen Angriff geblockt hat. Da. Schnell, schnell. Das war knapp. Schön, Mann. Alter, hast du geblockt oder hat der durchgehauen? Nein, ich hab zu spät. Sicher? Oder kam vorher dieses Gefahrzeichen? Weil das sind die, die man nicht blocken kann. Ich glaube, ich hab's zu spät gemacht. Na gut, okay. Komm jetzt, hast du ihn doch. Passt! Oh nein! Ein, zwei Schläge noch, ne? Das wäre schon viel gewesen. Ey, warte mal, du bist doch. Nee, nach jedem Bosskampf ist Wechsel.
Aber wenn du ihn schlägst und ich bin noch in meinem Zeit, okay, bin ich wieder dran. Dann merkt ihr die, es wird immer komplizierter, dann merkt ihr die 15 Minuten, die du jetzt hast. Ja, so können wir halt jedermann, wenn. Ich versuch's nur zu verstehen. Ja. Ich bin völlig cool damit, ich will's nur verstehen. Also, Bossen finde ich ja, damit jeder die Chance hat, mal gegen den Boss zu kämpfen. Beeile ich mich jetzt mal ein bisschen. Ja, es ist natürlich doof, wenn mit den Bossen, ne, wenn man dann keine Regelung findet, macht immer einer die Bosse und der andere die Wege zum Boss. Genau, und deswegen habe ich gedacht, bei Bossen wechseln wir uns ab, die Zeit wird gefreezed, sozusagen. Wir machen nacheinander die Bosse und wenn der Boss legt, geht die Zeit ganz normal weiter. Also jetzt wäre bei 15 Minuten Pause sozusagen. Jetzt ist Bosszeit. Wobei das, ja, egal. Ach, das ist jetzt, ich keine Ahnung, die ist jetzt nicht perfekt. Die hat sicherlich Schwächen, aber ist egal. Jetzt ist wir machen für heute, machen wir es mal so. Ja. Ich wette, wir sind nicht die einzigen zwei Teams, die ein Problem haben, das genau aufzubauen. Es gibt so viele Möglichkeiten, die bisherigen Regeln, sag ich mal, zu verändern. Okay. Hat mich jetzt einer gesehen? Hat er mich gesehen? Nein, alles gut. Wie komme ich denn von hier zu dem Glockenmann? Da hoch, da hinten, aber er wird sich schon läuten. Spät, du musst da hinten rechts hoch. Und dann ich bin den falschen Weg hoch schon. Ja. Anfang an alles falsch gemacht. Oh ja. So, und jetzt brauche ich den, der schießt. Das ist der unten, oder? Hier, der, ja. Bin ich jetzt aber nicht mit. Wenn ich einmal vielleicht ganz verschwinde. Ja, dann irgendwann schenken sie sich. Upp, shit, sie haben's. Ja, man kommt hier doch nicht so leicht weg. Okay. Kurz mal meine Items durchchecken, da könnte man auch mal mehr vorher kaufen immer. Oder? Nee, ich dachte, du hättest einen Ja, lässt mich nie in Ruhe, ne? Den will ich haben, dann gehe ich jetzt noch mal rechts den Weg und schnapp den mir. So, jetzt, Musik hört auf. Ja, sein Dreieck ist aber immer noch so gelb. Mhm. Die sind also einfach noch alarmiert, könnte man sagen, oder? Ja, noch sind sie alarmiert, ja. Ich gehe mal hier lang, jetzt werden wir es gleich sehen. Na, jetzt ist es wieder rot, ja. Direkt gesehen? Okay. Na, ich wollte das mal ausprobieren. Wieder. Ich schätze mal, wenn die Musik ausgeht, ist so eine Art Cooldown. Das ist wieder. Solange Musik ist. Sind die aware und dem Cooldown? Ja. Ich frage mich eben nur, wo man sich verstecken kann, dass sie einen auch wirklich nicht sehen. Das sieht so aus, als wäre jetzt wieder Cooldown. Ja. Ja. Oh, das sind so viele. Alle an einem Haufen. Aber heißt das nicht auch, ich könnte sie jetzt gut von hinten. Sieht gut aus. Ja, sehr schön. Waren das die anderen? Scheiße, ja. Aber der. Sehr gut. Ja, jetzt hast du es. Die können ja nichts. Das sprach ich und. Irgendwie komisch. Ich habe gedrückt, aber ich habe das Gefühl, ich habe sogar gedrückt gehalten und es hat nicht gehauen, aber. Also geblockt. Ich raff das noch nicht. Ich muss das noch lernen mit dem Blocken. So, jetzt lerne ich es mal. Komm, hau. Ich blocke jetzt früh. Jetzt blocke ich mal spät. Sieht man einen Unterschied, ja. Also man geht wenig Risiko ein, wenn man schon früh, aber man kann dafür eben nicht so geil kontern. Ja. Ey, mir fehlt dieses Lebenszurückgewinnungssystem von Bloodborne. Da hatte ich mich so dran gewöhnt. Ja. Dann, also auch gerade zum Schluss irgendwie da, gemerkt, okay, man muss manchmal einfach offensiv, ja, den kriegst du auch von hinten. Duck dich? Ja. Ja, ne, das war aber kann ja nix. Ja, der kann ja nichts, den kannst du ja einfach umhauen. Alleine sind die machbar, nur wenn die zu dritt auf dem Haufen stehen, ist das nervig. Ich will eigentlich, dass er angreift, dass ich mal, genau, dass ich mal eine offene Möglichkeit kriege. So. Er jetzt, ne? Ja. Sieht er mich? Ne, ich glaube, jetzt geht er auf seinen. Er trampelt, ne? Er trampelt. Nein, das ist sein Weg, ja. Hm? Gut, Brillentäger. Bonington schreibt, mich stört, dass die Leichen nicht an den Füßen hängen bleiben. Ich muss das auch, ja. Irgendwie irritierend. Ja. Weil ich nicht im Ducken war, oder was? Weiß Moment, oh, hier sind noch mehr. Da ist noch einer. Siehst du, ich habe, glaube rechts hier so ein Zeichen wieder gesehen. Das war, da habe ich auch gesehen. Oder es war nur das hier. Komisch. Ja, okay. Aber es ist wohl keiner mehr da. Müssen wir laufen irgendwo? Ja.
Chat sagt, es gibt nämlich so ein Skill, wo man Energie zurückbekommt. Das ist aber cool. Das wäre halt geil. Das merken wir uns. Das ist halt, finde ich, für so eine offensive Spielweise echt dann auch von Vorteil. Ja, ist er wieder. Ich kann mich hier droppen. Jawohl. Heiße. Das Laub. Das ist so ein Scherz. Ja, aber er war seine Routine. Sein Weg war zu Ende. Der steht ja nicht erst noch mal da und sagt, okay, gut, dann kämpfe ich jetzt halt. Es muss enden. Kann sich heilen. Kann sich auch gleich nochmal heilen. Ja. Die 2 macht er direkt. Ey, es ist hart. Es ist hart. Ich meine, du kriegst ihn jetzt hin, aber das war so. Willst du jetzt noch auferstehen oder nicht? Ach so, oh Mann, ich bin gedanklich weichen. Okay, aber du kannst jetzt gleich. Du machst den jetzt gleich, Nils. Ich weiche ihn ein wenig vor. Weiche ihn ein. In Seifenlauge. Oh. Scheiße. Ah, oh Mann, ey, das. Why? Egal. Tell me why. Ah. So. Oh Gott, hier ist er wieder. Oh, ich vergaß. Ein schlimmer Finger, dieser Gegner. Der konnte mich doch gar nicht sehen. Wir wissen jetzt, wo ich bin. Das ist doch Quatsch. Bist du selbst, oder? Ist das Quatsch ist? Okay, jetzt ist, glaube ich, wieder Cooldown. Ja, diesen. Na, okay, das ist vielleicht. Oh nein. Idee. Nee. Kommt der echt da rein? Ja. Oh, der ist auch wieder reingekommen. Aber gut, jetzt hast du ihn vielleicht hier in der Hütte. Ja, ich weiß nicht, ob das von Vorteil für mich ist, ehrlich gesagt. Platz ist in der kleinsten Hütte für einen Kampf. Ey, wie ich zweimal gedrückt hatte. Jetzt hast du aber. Ja, das ist aber jetzt auch scheiße gewesen. Ich lach ja auch nicht, ich sag nur jetzt, hast du ein Problem. Ich hab den Sprung gemacht. Mach den erstmal alle. Ja. Und deine anderen schützen und dann könntest du das ja einzeln hinkriegen. Dagegen. Nein, mach's. Willst du nicht. Scheiße. Fuck. Ja, aber gut, was willst du? Ich hab noch beide Tränke jetzt, ist egal. Mach doch sterben und nochmal neu. Meinst du? Nein, nee, mir ist egal. Ja. Also ihr habt diese Game jetzt einfach weiterspielt. Ja, ich mach jetzt einfach, pass auf. Na gut, aber das. Ich krieg ja bei 5 Gegnern krieg ich ja einen neuen Slot auch. Ich müsste hinhauen. Einen habe ich jetzt schon. Mann, ey. Wieso er eben diesen L2-Sprung nicht gemacht hat, das nervt mich. Das hatte mich genervt. Ah, jetzt macht er 2. Lass das doch mal sein! Meine Fresse. War das schon wieder alles schlecht, was ich hier gemacht habe?
mal. Fällt da gleich runter, wie schlecht. Na, wieder noch rückwärts. Gut, Horst, ich gehe da mal wieder auf meine alte Stelle, ne? Bei dir ist alles okay, du schmufst. Da hatte ich an den Fersen erwischt, der linke. Mann, ey. Jetzt habe ich wieder einen so einen. Ich hab immer noch keinen. Aha, da. Aber jetzt habe ich natürlich echt verdammt wenig Kohle. Leben. Also, das waren jetzt, glaube ich, alle, ne? So, was ist jetzt hier mit Homeboy? Hallo? Sind alle oben drin? Hä? Nee, da. Okay. Falsche Taste. Ich dachte, ich habe den Hammer. Aber ich habe den Ninja-Stern gehabt. Das hat mich verwirrt. Ich kann ja nochmal. Ja. Ja, ja. Auferstehen ist R1. Shit, trotzdem hat mich das verwirrt. Das ist der Hammer. Okay. Aber hast du gesehen? Den, der Hammer. Hammer braucht zu lange. Ja, der ist, oder die Axt. Aber das war cool. Also, Ja, nee, es war nicht so cool. Ehrlich gesagt war es ganz schön schlecht. Die Runde davor war viel besser. Kampf, ja, naja, das ist ja besser. Wenn du besser spielen würdest als nicht, letztes Mal, dann hättest du gewonnen halt. Ja. Aber so weit sind wir noch nicht. Ah, das nervt, dass man jedes Mal die ganzen Henchmen davon platt machen muss. Simon, der ungeduldige Samurai, er hat wirklich gar keine Nerven mehr. Kommen Sie her, Sie werden jetzt sterben. Zögern Sie nicht so lange, ich habe noch viel zu tun. Der ungeduldige Samurai. Ich finde es ein schöner... Das ist ein schöner Name. Der, ja, so, weil Samurai, eigentlich müssen die warten, Ninjas müssen vorsichtig sein. Ja. Nee, aber. Der war ja auch noch da. Die haben auch Termine. Ninjas haben auch Termine. Okay. Durch die Feuerschale. Zack, zack. Geil, ne? Hast du gesehen, wie ich der da. Der mit so einer Rolle. Tja. Diesmal gehe ich direkt rechts lang. Jetzt ist es dir auch fast passiert, ne? Ich habe gehört, wie du geklickt hast und jetzt nicht. Und hat nichts gemacht. Hat nichts gemacht, das hatte ich eben auch. Ach, jetzt haben sie mich doch wieder. Ja, aber der Glockenmann noch nicht. Mach erst den Glockenmann. Der hätte vor allem, der hat so geguckt, ne? Was, was ist denn los? Warum schießen die? Wieso sehen die den vor mir? Das ist doch mein Job. Oh, jetzt krieg ich viel Ärger. Das ist doch mein Job, genau. Der hat nur Angst gehabt um seine Beförderung. In Wirklichkeit war er längst, wird er befördert ins Jenseits. Ins Jenseits. So. Gut. Wenn man gegen den kämpfen, würden die Henchmen kämen nicht. Das wär in der Tat sehr schön. Schön wäre es auch, wenn man die so aus der Ecke heraus selbst grabben könnte oder so. Mhm. Ah ne, da oben sehen die mich. Puh, war knapp. Tja, was könnte man jetzt hier machen? Sehen die mich denn hier? Ja, wir wissen, das ist ein Shinobi-Leute, wir machen nur Spaß. Das ist natürlich wieder ein Samurai, noch ein Ninja. Noch? Ja, ach. GSG 9. Ist Shinobi, Samurai und Ninja nicht wirklich alles so ein bisschen. Ja, es ist eigentlich. Ist es derselbe Sport. Ja, es ist das gleiche. Es ist wie mit Taekwondo. Schleichen und Karate und Jujutsu und so. Leute. Die Frage ist am Ende, kannst du einem den Kopf. Ja, es ist einfach so. Ich als jemand, der alle diese Sportarten beherrscht, kann sagen, dass sie doch im Grunde alle ähnlich sind. Sie erfordern alle körperliches Geschick. Ich muss zugeben, dass es wirklich verlockend ist, immer so anzugreifen und abzuhauen, auch wenn ich das selbst wirklich nicht mache, gerne. Aber es ist schon sehr verlockend, weil man eben wirklich damit wenigstens eine Chance noch bekommt. Mhm. Wir hätten uns auch mal den dritten Kürbissamen holen sollen. Ah, Riesen-Johnny! Lustig! Wie geil! Da haben wir jetzt aber gar keiner mit gerechnet, dass der hier plötzlich dahin kommt. Wie lustig war das denn? Aber hallo! Aber hallo! Ich fand's aber lustig, dass das passieren kann. Jetzt hast du ihn.
Ach, die hätte ich eh nicht blocken können, ne? Das war das Ding. Der hätte ausweichen können. Irgendwie, ich komme halt nicht dazu, mit dem mal zu üben. Ey, kommt der über die Ecke? Der ist, ich mein, ne, von er, ne? Jeder andere wäre gut gewesen. Wie lustig, er hat echt jeder, aber er ausgerechnet er. Das macht, jetzt macht das der Chef. Ich muss auch wieder aufs Klo. So. Ja, grüß schön. Ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. So, gib mir all euer Geld. Jetzt mache ich das, Freunde, oder? Ihr habt voll Bock drauf, dass ich das jetzt mache. Ich spüre euren Bock. Ich kann ihn spüren. Euer Bock ist groß. Er ist mächtig. So, kommt der jetzt hier? Der bewegt sich nicht, ne? Auch. Okay, das war ganz okay. Der eine nicht hier runter gepilgert? Ja, wär so. Einer gehört hier runter, ja. Ja. Oh, was ist das denn? Der will seine Pilgerreise nicht antreten. Schon erlebt. Der auch nicht. Weiß ich nicht. Die sind noch zu dritt. Oh, warte, warte, warte. Mal kurz, bis sie sich da umdrehen. Oh, lala. Ein Shinobi in geheimer Mission. Oh, kann ich den hier so runterziehen? Nee, ne. Wäre mal nice. Shinobi in geheimer Mission. Gut. Hat das gehört? Nein. Perfekt. So muss es immer laufen. Ah! Zu früh. Unnötig. Tot? Nee. Nee, nee. Aber unnötig mir. Alter, unnötig. Aber so gut gemacht davor und dann. Simon, ich bin gleich außer mir vor Rage. Das war so unnötig, ja, was ich gerade gemacht habe. Aber egal. Sogar jetzt hier fast über die Hälfte. Ah, war das dumm. Jetzt muss ich beide von diesen Dingern da essen. Na, einen kann ich mir sparen. Ah, unnötig. Wovon hatten wir denn da fünf gerade? Ach, Löschbruder. Ah, war das dumm, Simon. Warum habe ich das gemacht? So, wo ist Johnny? Da hinten. Ja, zum Glück hat er es nicht gehört.
Ah, wie nach hinten, wie ein dummer Trottel. Wie ein der Typ ist Anfänger. Echt stark im Nachschlagen. Er macht einen und dann schnell nochmal zwei, drei hinterher. Aber du hast fast die Stufe erreicht. Du hast ihn fast gesteckt. Jetzt? Ja? Jetzt hast du ihn. Endlich. Oh. Stirb. Am Ende sind sie dann gar nicht so, ne? Sehen sie irgendwie gar nicht so toll aus. Ja, aber ich bin schon mega geil. Ja, haben wir ihn. Dickmops siegen Dickmops. Endlich. Eisenschrott. Auch der Chat ist begeistert. Ja, nicht Button-Mashing. Ihr glaubt, dass es Button-Mashing ist? Lass dir doch nichts kommen, wir machen den Chat jetzt. Nein, das ist, ich mach nur Scherze. Das ist, ich weiß ja doch ein bisschen Button-Mashing. Ist, aber, ja, aber ich habe das Gefühl, das ist auch ein Spiel fürs. Nee, nicht für. Was heißt Button-Mashing in dem Fall? Sehr ein Spiel für. Mash the viele button. Schnelle Angriffe, wie was Action-Adventure. Das ist ein God of War-artiges Action-Adventure. Es ist eben kein behäbigeres Rollenspiel. So, und jetzt die Frage ist, guter Simon. Kannst du runterspringen? Nee, die gute Frage ist, die ich hatte, ist: Ist hier irgendwo ein Schrein? You know? Vielleicht, wenn du da runterspringst. Ich bin nur eh dran. Das sieht so aus, als könnte man es schaffen. Ja, aber ich habe eine Chance. Und das ist, nervt mich. Das ist, wahrscheinlich muss ich da springen. Aber, ey. Was, wenn nicht? Und du hast es gesehen: L2 ist wirklich. Manchmal funktioniert es de facto nicht. Du fragst mich, als könnte ich dir helfen, aber du kannst gerne nochmal spielen, wenn das der Punkt ist. Glaubst du ernsthaft, dass du da nicht runter. Echt? Nee, ich guck nochmal eben, ob hier noch irgendwas ist, was ich übersehen habe, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es muss so sein. Und ich muss da auch weiter, also es bringt ja nichts. Guck mal, da hinten ist auch noch was, aber da kommen wir her, ne? Ey, die Hütten sehen alle gleich aus, ohne Scheiß. Das ist doch hier. Ich probier's jetzt, aber ey, es würde mich echt anekeln, wenn das jetzt. Siehst du? Ein Sprung des Glaubens. Ja, Frage ist nur, ob man da runter kann. Das sieht schon eher nicht mehr so aus, ne? Als ob du da. Oh, du, warte mal, hier geradeaus kannst du, glaube ich, hangeln. Guck mal nach unten. Siehst du das? Alter, das da ist deren du Ernst. Hangeln. Da! Darum geht's. Guck mal, da komme ich wieder hoch. Hangeln. Nee, müsste ich wieder. Hangeln mit deinen mal, Leuten. Oben. Alter, ihr wollt jetzt nicht ernsthaft, dass ich da rüber springe, wo diese. Und mich dann damit. Dreieck grabbe oder was? Wenn du mit ihr mich meinst, dann ja. Das ist ja. Ich weiß es auch nicht. Aber ich glaube, man Baum muss. Kann ich auch nicht? Naja. Scheiße, Simon. Fuck off. Ey, mach's nicht, wenn du dir. Siehst du? Das sind die abgeschabten Hautfetzen all der anderen Leute, ja, die ja schon hingesprungen sind. Die dann so. Au! Eieieiei. So, gib mir jetzt sofort Gachins Konfekt. Das macht lautlos und unsichtbar. Das müssen wir wirklich häufiger mal benutzen, glaube ich. Das gute Konfekt. Da kommt man auch eher sicherlich irgendwie hoch. Da links, auch von der anderen Seite dann. Ah. Okay, rüber. Eieiei. Oh Gott, das ist eine dunkle Höhle, Simon. Ich würde gerne so einen Schrein haben. Ich finde, wir haben uns jetzt so einen Schrein wirklich verdient. Vielleicht sollte man sich hier diese. Ja, hier lauert doch gleich irgendein Ungetüm. Erzähl mir doch keinen Scheiß. Irgendwas ist hier ekelhaftes gleich. In dunklen Höhlen sind immer irgendwelche ekelhaft mutierten Bären oder. What the fuck? Was ist hier? Ah, die Dinger, die kann ich ja gar nicht jetzt haben. Wenn die gespeichert. Da geht's hoch, guck mal. Das ist die Stelle, glaube ich, die ich eben entdeckte. Chino! Ist ja nix. Soll ich mal ernst sein? Warum, wenn ich allen Ernstes erzähle, dass hier nix ist? Warum komme ich denn den ganzen Weg nach hier oben, wenn hier nix ist?
gehe aber lieber hier lang. Da weiß ich wenigstens, dass ich das safe runterkomme. So. Warte, da ging's hoch, ne? Was ist das? Alter, der hat. Das ist ein Typ mit so einem brennenden Schwert, würde ich jetzt mal sagen. Aber ist das ein Kumpel oder? Na, ganz sicher. Ich meine, ich kann ihn nicht anvisieren. Das spricht der eigentlich immer. Oh nein, jetzt. Ach, hier, das sind die Kopflosen, die du nicht killen kannst. Zumindest stand das ja eben noch an der Tür zur Mine. Ja. Ich würde einfach jetzt nicht mit dem kämpfen, weil du kannst ihn ja scheinbar nicht killen. Nee. Ach, das ist dumm. Ach, das kommt Item? Von ihm, das ist die Musik. Welches Item braucht man denn dafür? Kopf. Ich bin ganz fertig. So, welcher war das? Lass dir sowas. Aber wofür jetzt? Den Kopflosen. Mhm. Könnt ihr noch mit irgendeinem Item. Das haben wir noch eingesammelt. Haben wir das eingesammelt oder war das nur göttliches Konfetti, was eventuell. Das, oder? Moment. So, nee, Verbannung von Erscheinung. Ah, Gegner von. Ich weiß ja nicht, was Erscheinung bedeutet, ne? Nee, das ist keine Erscheinung. Sieht nicht so aus. Oder? Nee. Also man kann die irgendwie planen. Ich nehme mal, du kannst hochgehen und nochmal auf den Zettel gucken und dann wird's dir ja gesagt. Ich meine, ich habe auch gar kein Leben mehr und nix, ey. Wenn du jetzt runterspringst, verlierst du alles. Ja, das glaube ich auch. Wir haben leider keine Punkte. Ja, okay, aber ich komme noch gar nicht mehr wieder dahin. Ich muss jetzt den Heimkehrerknochen nehmen. Ja. Na gut, warum eigentlich nicht? Heimkehrerfigur. Mach doch. Über beim maroden Tempel. Ach so, haben wir irgendwas Neues? Nee, ne? Brauchen nicht zum Bauen? Nö. Oder haben wir nicht was eingesammelt? Nee, du warst ja doch, da. Warte mal, doch, geh zum Tempel. Die Trinkflasche. Können wir upgraden. Ah ja, das ist doch schon mal cool. Ja, das ist was wert. Wie findest du es eigentlich bisher? Also Bloodborne war für mich so wirklich der Höhepunkt. Also ich fand Bloodborne auch besser als Demon's Souls und Dark Souls. Also das wertet die anderen nicht ab, aber ich fand das einfach so fast perfekt. Das war einfach so. Ging mir ähnlich. Das ist halt so. Damit muss ich Sekiro messen und ich find's bisher. Ich find's echt gut. Das ist noch nicht. Ich bin noch nicht so hundertprozentig gehuckt wie bei Bloodborne, weißt du? Die Kämpfe so. Ich muss erstmal reinkommen. Bis ich das Gefühl habe, okay, jetzt verstehe ich so richtig hundertprozentig, was ich mache und meine Finger machen automatisch, was sie machen müssen mit Hochspringen und Wegrollen und so. Ich glaube, wenn ich an dem Punkt bin, dann wird es auch besser. Und du? Ja, ähnlich, nur dass ich noch nicht so hundertprozentig begeistert bin. Ich find's cool, aber was daran jetzt besser sein soll als Neo, weiß ich jetzt auch nicht. Ich mag, dass sie immer wieder was anderes probieren. So ein bisschen dasselbe Rezept, anders, in anderen Portionierungen. Und in dem Fall ist es jetzt halt dann sehr actionorientiert, sehr schnell. Und eben mit dieser Prothese natürlich auch noch ein bisschen, einfach auf unterschiedliche Arten manipulierbar. Wir haben aber auch noch so wenig erreicht bisher, dass es schwerfällt, da eine Meinung zu haben. Ja. Aber bisher ich bin zufrieden, es macht Spaß, aber ich bin jetzt noch nicht so weggeblasen oder so. Ich weiß auch nicht, ob das jemals kommt. Oder ob es einfach nur ein sehr gutes Spiel ist. Ich habe den Buddha wieder aktiviert. Ich habe einfach nur mal gebetet. Sind wir jetzt gereist wieder wahrscheinlich. In die Vergangenheit, ne? Könnte sein. Ist das so? Ich habe einfach nur mal gedrückt, falls wir irgendwas eingesammelt haben und ich habe es irgendwie übersehen. Habe ich einfach gedacht, guck mal, was passiert. Haha, was ist denn das? Na gut, ey, wir können auch hier weitermachen, weil wir haben ja hier, sind wir abgehauen von diesem anderen Endboss. Schon. Oder? Ja, wie du meinst, wir haben jetzt den einen ja gerade erledigt, aber könnte man dann nicht weitergehen? In die Höhle rein da, genau. Ja, die Höhle geht ja dann nicht. Und hier haben wir aufgehört einfach. Können wir auch hier weitermachen, finde ich. Ich dachte nur, dass wir in der einen Welt noch was haben, was eventuell besser wäre zu haben, bevor wir in die andere gehen, aber
Geht's denn nochmal runter? Ja, ich finde, wir haben jetzt halt diesen, hier jetzt haben wir diesen Ausweichangriff, ne? Für den Speertyp. Der ist ja eigentlich genau für den gedacht. Shit, wo ging's denn hier nochmal runter? Da rechts. Links meine ich, ja. Muss ja. ich da auch wieder springen? Ja. Schisser, du. Springer. Ja, weil das zweimal nicht geklappt hat, da war ich ein bisschen beleidigt. Ey, ist ein bisschen knapp. Ey, ich bin ja so dumm, Simon. Wir sind beide dumm. Wir hätten auch, was denn? Wir sind, wir, oh, scheiße, da kommen wir nicht mehr hoch jetzt. Wir sind, da haben ein Leuchtfeuer vergeudet jetzt. Ja, ich dachte, du wolltest von hier noch. Nee, ich wollte das, das war gerne, mein Fehler. Das bringt alles Punkte, ey, ja, was soll das denn? Wir müssen hier eh grinden wie Sau. Ja. Du kommst bei dem Spiel sicherlich nicht voran, ohne alles abzugraben. Da rechts ist übrigens ein Riesenfisch. Keine Ahnung, geil. Was man mit dem machen kann. Wahrscheinlich ein riesiger Koi-Karpfen. Der ist sehr teuer, wahrscheinlich. Alter Schwede. Der Stolz des Kaisers. Halt echt, der Kaiserkarpfen. Lass ihn uns essen. Oh, hier kommen sie wieder zu zweit angewackelt. Ja, die zwei kriegst du gleich. Ja, ja, ich mach da gleich meinen geilen Sprung und dann hole ich mir erstmal den einen da und dann den anderen. Lauf. Erstmal. Geil. Ich bin schon ein geiler Kerl. Gucken, ob ich den noch krieg. Geld liegen lassen. Ja, warte, ich will erstmal den noch erwischen. Den nochmal. Ah, die Hunde. Gesehen? Siehste, einen haben wir. Ah ja, geil. Aber wir wollen ja auf 4 sparen. Das heute ja, noch schaffen, stimmt. Ist wirklich eine gute Frage, ey. Ich glaube, wenn ich dran bin, mache ich das. Da ist der Buddha. Der ja, hier kannst du ein bisschen, hier kann man natürlich echt gut ein bisschen leveln einfach. Ja, ich wollte eigentlich mal zu diesem Endboss nochmal. Kannst du ja mal, musst du hier nur geradeaus. Die kannst du doch im Vorbeigehen schnetzeln. Ja, eigentlich schon. Eigentlich hast du recht. Ja, ich verstehe. Du bist halt ganz der Samurai. Ja, ja, genau. Ich bin also nicht. Ja, irgendwie schon. Ich will am liebsten. Oh, komme ich da hoch? Nee. Ah, schade. Okay, deswegen kamen wir auch nicht höher. Ja. Also auf die Typen zum Endboss. Kann man wahrscheinlich mit dem Hammer dann machen. Alter, aua. Oh, au. Alter. Was war das denn? Ja, warte, warte, warte. Da ist er schon. Scheiße, ich Trottel. Das wollte ich nicht so früh. Na, dumm. Hä? Ist irgendwie in die Latrine gefallen. Okay, so. Vielleicht. Hier werden sie dich nie finden. Nee. Oh, der Bogenschütze hatte ich im Visier. Ja. Ja, ja, ich muss sie so. Ja, okay, jetzt erstmal ganz ruhig. So. Meine Güte. So, der ist doch direkt, ist der hier direkt unter mir? Der Johnny? Ich glaube ja.
Jetzt muss ich einen smarten Move machen. Da hinten der Bogenschütze muss weg. Und dann bist du auch gleich. Ah, warte mal. Ist der mit der Fackel ist nicht der Bogenschütze? Nee. Shit. Aber dann mal den mit der Fackel kriegst du. Dann musst du nur wieder schnell abhauen dann. Alter, der ist schnell. Ja. Und jetzt weg. Oh! Rattengesichtiges Drecksvieh. Wo ist der andere? Wo ist der Bogenschütze? Ja, ich weiß nicht, vielleicht war der das doch. Oder der ist irgendwo anders hin. Das rafft keiner im Moment. Okay. Haben Sie mich? Sehen Sie mich? Ja, ne, wahrscheinlich schon. Ja, der kommt. Na, erst den Hammertypen. Der wird dir richtige Probleme sonst machen. Weg! Gut! Das war nicht schlecht, zwar auf einmal. Alter, wieso? Weg, weg. Ah, okay. Na naja, gut, es ist aber auch echt, also der, ja. Ne? Du warst jetzt eh dran. Der schwere Typ, ja. Und noch der Stechling. Man muss die vorher alle clearen. Und okay. War jetzt ein bisschen hektisch, weil du bist nämlich jetzt dran. Aber bevor ich dran bin, ist die Werbung dran. Die Werbung echt? Wartet schon die ganze Werbung? Zeit. Ich weiß es nicht, jetzt wird bis Ende gar angezeigt. Die waren so ein bisschen unklare Angaben, würde ich jetzt mal behaupten. So, du hast jetzt bis zum Schluss noch in Ruhe Zeit. Ja, denke ich schon, machen wir. Freist mal zu dem anderen Tempel, bevor du da wieder runterspringst. Ach so, die Abkürzung, ja. Das stimmt. Ja. Ich glaube, der ist. Ja, er ist nicht zu stark für uns, aber da muss man schon taktisch. Du musst wirklich unbedingt diesen Typ mit der Axt erledigen. Du musst eigentlich auch die zwei Schützen. Ja, man muss alle säubern, ja. Bestenfalls ihn auch einmal von hinten noch erwischen. Genau, exakt. Das ist schon. Also. Ich hatte ihn ja sogar einmal. Ich habe das letzte Mal habe ich das ja gemacht. Da habe ich ihn ja einmal von hinten aus dem Beet gestackt. Und dann bin ich auch trotzdem verreckt. Aber man muss, es ist das gleiche wie eben auch. Man muss alle Henchmen aus dem Weg räumen, sonst nerven die einen. Aber dann, ey, warum sollen wir den nicht schaffen? Das ist. Man lernt hier auch irgendwie bei jedem dieser Zwischenboss oder dieser Generäle oder wie man die nennen will, lernt man ja auch ein bisschen was anderes. So, das ist jetzt der Typ, wo man dieses Ausweichen lernt, weil der diese helle Bade hat. Fum, fum, fum. Kann ich da so hoch? Ah. Ja. Man sieht es ja auch immer ein bisschen, ne, an den abgegriffenen. Ich dachte, hier wäre der tot. Ich war mir so sicher, dass hier wieder irgend so. Da liegt hier, jetzt steht jemand hinter dir. Ja, ich will aber an dem vorbei. Ne? Ja, eigentlich. Kannst ja vorbeilaufen jetzt. Ich bin's. Das ist doch. Ja, diese jetzt Pollen. Lerne ich mal bei dem Hammertypen ein bisschen. Ja. Aber. Mir fehlt das Ausweichen immer noch. Ich brauche doch mal Training. Ich muss mit dem Zombie-Typen, glaube ich, mal üben. Oh, ihr könnt mir auch mal jetzt die Axt mal ein bisschen benutzen. An den, ja. Jetzt hab ich sie alle getriggert, natürlich. Oh, der hat ja. Er kann nix. Sag dich. Du hast ja diesen Feuerbalken. Wenn der voll ist, musst du dieses Antifeuerzeug fressen. Antifeuerzeug. Ja. Oh oh. Knapp daneben ist auch vorbei. Ja, geil. Ja. Jetzt denkt er sich, shit, mein Schild bringt mir gar nichts mehr. So ist es nämlich. Ich
Man könnte jetzt natürlich, sollte man laut Trant eigentlich lieber erstmal den Skillpunkt holen, ne? Das können wir jetzt aber machen. Ich glaube, ich krieg den noch vorher. Bevor wir beim Endgegner sind. Wenn ich es schaffe. Oh Mann, der sieht mich gleich, oder? Naja, den kriegst du, glaube ich, noch relativ gut. Auf, was ist der helle Bademann? Der Bein. So wie der da steht, ne? Siehst du, wie er jetzt, wenn du da im Blumenbeet bist, ne? Den linken? Nee, ja. Jetzt der helle Bademann, der guckt jetzt aufs Blumenbeet. Ja, dass man den erwischen kann. Ne? Da kniest, bist du im Blumenbeet und wenn er sich dann umdreht, dann holst du ihn und machst einen Stealth-Kill. Aber dafür müssen erstmal alle weg. Sehen die mich? Ja, shit, okay, das war zu. Aber. Weiß nicht, ob ich dich schon gesehen habe. So viel anders ging's jetzt eigentlich nicht, oder? Ja, der stand ja einfach nur. Du brauchst nicht so weit weg. Wenn ich will. Okay, dann schießt er. Will aus deren. Ja. Okay, irgendwas. Okay, ja, ich wollte hier hoch. Klappt gut. Von der Seite kommt man sehr gut ins Blumenbeet. Gut zu wissen. Vorsicht. Ich habe ihn natürlich gesehen, aber ich dachte nicht, dass der mich sieht, ja, in dem Blumenbeet. Aber jetzt ist er tot. Muss ich auch mal heilen. Was? Der hat mich jetzt schon wieder gesehen. Du bist noch auf gelb. Ey. Hau lieber einen Chip zurück. Ja, aber ich bin im Beet gewesen. Ja, aber also wenn die noch gelb sind auf Alert, dann sehen die dich. In ein Ninja. Nein, eben nicht. Du bist ein Shinobi. Simon. Ich bin so offensichtlich der Typ Ninja. Der immer, nein, Simon, du bist auf der Shinobi-Schule. Ich bin ein Ninja. Ja. Ja. Der ist zu gefährlich. Ja. Okay. Warte noch mal auf seinen Angriff jetzt. Warte mal. Mach ihn. Mach ihn. Zeig mir dein Zeichen. Boah, diese Moves. Boah. Kannst du auch noch heilen? Vielleicht machst du das mal. Jetzt gucken, was ich noch hab. Ja, aber ich würde mich heilen an deiner Stelle. Vorher meinst du? Ja. Öl, weil er hat auch so Leinentuch an. Der brennt super. Zweiflungs. Jetzt? Ja. Immerhin brennt er. Jetzt muss er aber auch reich auch ran, wenn er. Ja, guck dir meine Energie an, hier, da ist ja nichts mehr. Aber hier der untergehende Mond, ey. Wenn du ihn jetzt kriegst, dann ist das. Kann ich jetzt von hier? Nee, auch nicht, ne? Aber angeben kann ich ein bisschen. Das stimmt. Oh, jetzt werde ich da beschossen. Ist da einer oder sieht es nur so aus? Nee, da schießt keiner, oder? Okay. Soll ich mal von hier so einen Sprung? War nicht nah genug angekommen, schade. Dumm, ey. Ja, jetzt hast du ihn. Ja. Super aufgeladene Mega-Attacke. Hau ihn um. Ja, sehr, das sieht sehr prima aus. Vorsicht! Man kommt nicht weg! Immer derselbe Scheiß! Ich raff's nicht! Muss ich nach vorne rollen? Ich rolle mal so ein bisschen. Ich roll ja zur Seite, aber das, ne? Das ist das, weißt du noch? Ich roll wirklich zur Seite. Weißt du noch den, Was genau? Der wie bei Kosso, der geht mit. Und dann muss man. Aber rollst du nur so oder rollst du nach vorne zu ihm? Ich bin so ein bisschen. So, bin ich jetzt eigentlich dran? Eigentlich bist du dran jetzt, ja. Für Endboss-Zeit. Na gut. Ja, toll, okay, 33 Minuten, ne? Kannst du es halt noch einmal machen jetzt. Ich scheiß auf die Typen. Ja, ist wahrscheinlich besser. Wobei, ach, jetzt haben wir auch wieder. Na gut. Ich glaube jetzt. Wir haben es jetzt halt. Ich habe es extra noch gesagt. Ne, wir haben es jetzt halt doch wieder falsch gemacht. Was denn? Ja, wir haben halt wieder die Hälfte von unserem Scheiß verloren, ey. Ja. Weil wir halt einfach das nicht richtig machen im Moment. So, ich laufe jetzt einfach an den allen vorbei. Die sind mir egal. Ja, es scheint ja auch zu gehen, an allem vorbeizurennen. Why not? Es ist so ein bisschen, man kann sich, glaube ich, mit jedem Leben
überlegen, will ich jetzt einfach nur meine Skills aufpowern und mir ein, zwei Punkte holen? Oder begebe ich mich auf den Weg zum nächsten Buddha oder auf den Weg zum nächsten Endgegner? Die sind hinter dir her noch, ne? Ja, das ist meine Demi, ja. Ach, der blindeste Ausguck, den man je gesehen hat. So, jetzt muss ich mal kurz. Die sind abgedackelt, ne? Und dann ja, die stehen noch da, aber die scheinen nicht über die Brücke gehen zu wollen. Mhm. Schwer zu sagen. So, okay, pass auf. Jetzt muss ich die Typen der Reihe nach platt machen. Da oben sind zwei und die beiden sind jetzt da unten. Das heißt, ich könnte vielleicht über den Baum. Komme ich da bis an den Baumrand von hier? Da hinten. Ja? Mhm. Nee, ne? Doch, ich glaube, ich würde sagen fast ein Ja, wenn du dann springst. Diese beiden Typen dann platt machen. Weil ich mache erst, warte bis er abhaut und dann mache ich den. Ich weiß, was ich mache. Pass auf, ich habe einen Plan. Boah, da wäre ich fast runtergeplumpst. Das wollen wir natürlich nicht. Ah! So, und jetzt. Ja, in das. In, ja. Ja! Und jetzt hole ich mir erstmal den Bogenschützen. Jawohl. Leichte Beute. Jetzt haben die mich wieder gesehen. Nerv. So, jetzt müssen wir ganz kurz geduldig sein. So, jetzt ist die Musik abgeklungen. Wenn die wieder aufhören, gelb zu sein, dann schnappe ich mir die beiden und dann geht's in den Kampf. Jemand im Chat sagt auch richtig, es gibt doch diese Dungbälle. Also, die gibt's hier nicht, aber hier sind's die. Die Gesteinsbrocken. Die man werfen kann. Nicht jetzt vielleicht, aber. Doch, das ist eine gute Idee. Ja, eigentlich ist das gar nicht wir dumm. Wir haben nur noch 40 Sekunden. Ich ja, ich mach ganz schnell. Dürfen wir ganz kurz überziehen, liebe Freunde? Oder ist das ich kann nicht überziehen. Ich muss da raus. Was, echt? In Punkt 30 Sekunden bin ich raus. Oh nein, dann kann ich ja auch gar nicht mehr jetzt gegen den kämpfen. Wenn man ein bisschen schneller. Du kannst ja gerne gegen den kämpfen. Ah, okay. Ich bin dann halt weg. Ja. Also, oder Regie, wie viel können wir denn überziehen? Also, ist. Also, gar nicht wie. Gar nicht. Macht mal zwei Minuten oder gar nicht, gar nicht. Alter, wie. Ich tue nicht mal mein Finale. Na gut, dann kann ich jetzt ja auch abhauen. Das mache ich ja gar nicht. Ja, das tut mir leid, Mann. Du kannst. Du fängst einfach dann als nächstes an. Ja. Okay, na gut. Ja, dann, soll ich mal sagen. Aber meine Zeit läuft noch, ne? Wir machen jetzt aber dann. Ja, nächstes Mal bist du dann dran, bis wir den erledigt haben. Und dann habe ich, glaube ich, noch 5 Minuten oder 10 Minuten. Und dann geht's. So machen wir das. Mit Nils weiter. So. Wir haben Wege gefunden. Das Pad aufzuteilen, das ist für mich das Wichtigste. Das war der schwierigste Kampf für mich. Und ja, danke fürs Zugucken, danke für den Chat, danke für die Spoiler. Deswegen haben wir irgendwann zugemacht so. Schreibt uns eure Meinung. Ja, morgen geht's weiter. Um wie viel Uhr denn eigentlich? Morgen geht's weiter, aber auch in VOD könnt ihr natürlich den ganzen Kram uns ich meine, ich angucken. Ich kann vor allen Dingen auch uns eure Meinung abgeben. Morgen, 12 bis 18. Was sollen wir machen? Wie machen wir's? Was machen wir falsch? Und wie können wir es besser machen? Das alles bitte reinschreiben, spoilerfrei. Und dann sehen wir uns morgen wieder zu 6 weiteren fetten Stunden. Unfassbar. Ja. Schönen Abend auf Rocket Beans TV. Tschüss.